Warum sind hier zwei Zahlen jetzt? Ja, das erkläre ich dir gleich, Philipp. Na gut. Die Gamepage, was muss ich da machen? Ja, das erkläre ich. Gerade kannst du noch nichts machen. Statcheck ist so ein Entweder-Oder-Dings. Also kriegst jetzt gleich über, ich weiß nicht, wie viele Fragen haben wir diesmal? Wahrscheinlich so 40 ungefähr, gehe ich von aus. Normalerweise, es dauert ungefähr 2 Stunden. Ein Entweder und ein Oder und eine Frage dazu. Und du sagst halt links oder rechts. So ein Higher-Lower-Quiz im Endeffekt. Links oder rechts? Ja. Sowas wie, was hat höhere Bewertungen auf IMDb? Ja, weil Thema heute ist Film und Serien, soweit ich weiß. Ich weiß es nicht, ich habe die Fragen diesmal gar nicht gemacht. Ne? Ich spiele sogar selber mit. Und wir haben reingemacht, dass eure Chats diesmal auch mitspielen können. Das ist die Zahl links neben euren Cams. Sprich, Chats haben die Möglichkeit, selber mitzuspielen. Ich habe euch nicht vorgestellt, aber wir haben hier ganz unten, haben wir, ich stelle euch mal vor, ja. Philipp, a.k.a. Kutscherlol, begnadete Support-Legende, League of Legends-Streamer. Drüber haben wir Baso. Ich bin kein League of Legends-Streamer, was soll die Scheiße? Einfach, wir haben 4 Streams, bist du League of Legends-Streamer. Okay, ich mache mehr Variety als du mit deinem komischen Among Us und Brain-Lag-Zweisamkeit. Ja, jetzt halt die Backen so. Linda ist drüber, die streamt Charaktererstellungen. Wow. Du hast doch gerade Charaktererstellungen gestreamt. Ja, ich wusste nicht, dass die Charaktererstellung in dem Game so umfangreich ist. Dann haben wir einmal Henke. Aus einer ganz anderen Bubble, der sehr stark in allen möglichen Quizzes ist. Habe ich dich so ein bisschen übersprungen, Linda? Was? Nee. Gar Linda war kurz laut und war dann mute. Und dann haben wir einmal Matteo, der... Jetzt wurde ich übersprungen. Nee, ich habe dich schon vorgestellt, Henke. Nur nicht besonders gut. Ich habe euch alle nicht besonders gut vorgestellt, aber ist mir auch egal. Das war super. Ich schreibe mir davon eine Visitenkarte. Ich fand's scheiße. Naja. Wir fangen an. Wir haben 40 Fragen vorbereitet. Ungefähr. Thema Film und Fernsehen. Oh, geil. Mir wurde gesagt, wenig Marvel dabei diesmal. Aber mal schauen. Bitte. Oh, schade, Mensch. Was jetzt? So, die erste Frage. Oh, shit. Höheres IMDb. IMDb-Rating ist natürlich gemeint, ne? Da haben wir einen kleinen Typo drin, ne? Der Soldat, James Ryan oder der Pate? Das ist der Punkt, an dem ihr jetzt pickt, was ihr haben wollt. Ne? Klar, das ist eine Frage. Da pickt ihr natürlich, was ihr haben wollt. Wer hat denn die Fragen gemacht, Velesk? Ich. Carla bei mir wahrscheinlich. Gehe ich von aus. Aber ich kann jetzt nicht gucken, weil mein Chat zu ist. Deswegen, Mods bei mir haben Fragen vorbereitet. Machen wir jetzt wirklich Chat zu? Dann mache ich auch. Ja, wir machen auf jeden Fall Chat zu. Sorry. Wait, ich habe eine Frage. Ja, Linda. Warum ist über Velesk noch jemand ein Mitspieler? Das ist der Moderator. Ich kann mir vorstellen, dass wir da ein bisschen geendet haben und vergessen haben, den Moderator halt rauszumachen. Nee, das ist gut so, danke. Nee, das So, jetzt haben wir den Moderator rausgemacht. Ich hab mich nur gewundert, okay. Das wäre auch gar nicht schlimm gewesen. Ich wollte wirklich Surprise, ungespielt mit. Ja, da kommt nichts von mir oder so. Okay, Stefan Raab. Alles klar, okay. Ja. Okay, na, das Ding, das ich nicht bedacht habe, ist, dass ich jetzt nicht sehen kann, wenn alle eingeloggt haben. Sprich, ich werde jetzt so runterzählen von 3 und wer da nicht eingeloggt hat, halt Pech gehabt. So. Ja, boah, gemein so irgendwie. Das heißt, wir lösen auf in 3, 2, 1, jetzt. Und wir haben alle den Paten gewählt. War richtig? Aber, nee, ist falsch, weil Pate 2 ist noch höher bewertet. So, jetzt, wir haben alle den Paten gewählt und alle Chats haben auch der Pate gesagt. Ich habe keinen von den Filmen geguckt. Ich auch nicht. Und doch den ersten, der war stinklangweilig und jetzt heißen mich wieder alle. Ja, bin ich und mal Linda gesehen. Mit 88%. Lindas Chat mit 88%. Ne? Die da war sich der Chat besonders einig. Punkt? Nee, alle die richtig gingen. Wäre aber schon krass. Dann könnte ich nämlich meinen Chat auffordern, in die anderen Chats zu gehen und die falschen Sachen zu spammen. Jetzt sind wir raus und dann bann ich alle. Chat. Na gut. Ja. Geht mal. Hat keiner gehört. Es ist, glaube ich, auch gar nicht so schwer nachzugucken mit Chatty so. Wer da in mehreren Chats aktiv ist. Macht das mal nicht. Macht euch mal neue Chats. Da bann ich euch alle weg. Ja, wir haben uns alle für einen Paten entschieden. Ich glaube, dass beide Filme sehr hohes IMDb-Rating haben. Ne? Aber Part ist irgendwie so der drittbeste oder so. Ja, ich glaube auch. Dass, so, irgendein Doku, ne? Hier unser blauer Planet oder sowas. Ich glaube, ich sehr weit oben, aber nee, Pate Platz 1 ist doch die Verurteilten, Platz 2 der Pate, Platz 3 ja, The Dark Knight oder sowas. Ja, wir gucken mal auf die Lösung. Ja. 8,6 für der Soldat James Ryan. 9,2, einer der wenigen über 9er Filme. Wenn der links von 8,6 ist, dann gebe ich auf das Rating eh nichts. Also, das war wirklich eine Tortur. Was? Ja. Der Soldat James Ryan war eine Tortur. Nee, war voll gut, oder? Ich fand ihn so langweilig. Hey, das letzte Mal gesehen, da war ich 12 oder so, glaube ich. Da wollte ich den ja nicht mehr gucken, das ist gut.
Wir haben alle einen Punkt gekriegt. Ja, wir haben alle einen Punkt gekriegt. Oh. Und nein, der Moderator ist zurück. Ja, ich glaube, wir haben. Ah, okay. Ich glaube, wir haben das Problem, dass jedes Mal der Moderator reinkommt, wenn wir zur nächsten Frage wechseln. Flo, wenn wir das irgendwie fix kriegen, dann lass das fixen. Ansonsten lass den Moderator oben einfach drin. Dann ist es halt einfach so. Kann man nicht einfach ein lustiges Bild reinmachen beim Moderator? Ja, so von Thomas Gottschalk oder sowas? Ja, oder Günther Jauch oder sowas. Ja. Ich hätte gerne Franz Müntefering, wenn das geht. Ja, stark. Stefan Raab. So. Alle Chats haben Punkt. Alle Streamer haben Punkt. Das ist ja easy. Bestbewertete Horrorserie. The Last of Us oder Walking Dead? Wenn das jetzt nicht das ist, was ich denke, dann bin ich wirklich los. Ich würde stark davon ausgehen, dass es so Horror, Thriller Safe in die Richtung geht. Safe. Ah, ja. Oh, ist halt schwer, ja. Ist das auch wieder so einfach auf IMDb, diese Bewertung? IMDb, ja. Hm. Ich glaube, die ersten Fragen sind nur IMDb. Ja, okay. Ich rate mich hier dumm und dämlich, Alter. Ich habe gar keine Ahnung. So, lockt mal einen in 3, 2, 1. Jetzt. Chats haben hoffentlich auch schon alle gewotet. Ich muss es einfach mal zusagen. Die Staffeln, die waren so grottig bewertet. Also ja, so 7, das 8, das war so. Da zieht den Schnitt so runter, denke ich. Ab Staffel 2 ging es ja bergab eigentlich. Chat, wollt ihr mich verarschen? Ihr habt für Walking Dead gestimmt? Aber nur ganz knapp. Dir. Also mein Chat, ja, aber drei los. Chats haben gesagt Walking Dead. Nein, die haben gegoogelt. Das heißt, Walking Dead stimmt. Wirklich? Glaub ja, aber niemand würde Walking Dead wählen, außer sie googeln und gucken. Ja, aber pass mal auf. Also ich bin mir sehr sicher, Last of Us hat noch nicht viele Folgen. Und also es sind fünf Stück, glaube ich. Ne? Vier oder fünf. Und die haben sicher alle über 8 Sterne, so. Walking Dead ist so verwässert, weil die so viele Folgen haben. Ja. Da sind super viele dabei, die haben safe 6 oder 7 Sterne maximal. Ja, so. 100%. 100%ig hat Walking Dead weniger. 100%ig. Preach. Und wir gucken mal rein. Ja. 9,2. Ähnlich wie, also genau wie der Part. Walking Dead auch immer noch sehr frech, muss ich sagen, wenn du dir so die letzte Staffel anguckst. Das heißt nur noch, das stimmt, 8,1. Die anderen Chats sind drin. Die anderen Chats sind raus, ne? Ja, sehr knapp aber bei uns, ne? Sehr knapp. Ja. Ich finde es, also, na, wenn Serien noch so am Laufen sind und gerade neu sind, dann sind noch nicht so viele Bewertungen drin, dann haben die immer so eine übel hohe Punktzahl. Bei Game of Thrones war das auch immer so, dass sie übel hohe Bewertungen hat, aber das geht halt immer ein bisschen runter, je älter die Serie wird. Ja. Chat in den Reihen, Alter. Sehr gut. Nächste Es gibt Chat links, ja, okay. Genau, gibt Punkt für Chat, ihr Loser. Mein Chat und für den Bonjour-Chat. Mal auf 2. Und dann gehen wir zur nächsten Frage. Oder? Ja, klar. Viel besser, so, oder? Was den Punkt gerade noch an, glaube ich. Ja, ja, gerade noch so ein, zwei kleine technische Pannen, glaube ich, wahrscheinlich. Wer gewinnt denn am Ende? Ist das dann die Addition aus Chat und dir? Oder ist es einfach ein Gesamtsieger? Also gewinnt dann mein Chat, aber nicht ich. Nee, es zählt schon. Der Chat ist einfach nur so ein bisschen zum Spaß mit drin, aber wir zählen einmal Chat zusammen. Also wir haben drei Sieger im Endeffekt. Einmal einen Chat-Sieger, einmal beides zusammen und einmal die Einzelwertung, ja. Genau. Gut. Ey, Flo, lass einfach das Ding da oben drin, bevor das jetzt die ganze Zeit neu laden muss. Das wird schon richtig sauer, ey. Ja, weil das bringt ja nichts. Was ist das denn? Puss in Boots? Kennst du es nicht? Nee, kann doch gerade erst raus, ne? Das ist der ganz neu, ja. Das ist der neue Stiefel, ja. Aha. Ja. Oh, das weiß ich. Sehr neu. Das weiß ich, Ich weiß es auch. Ich weiß es mehr als du, Kutscher. Ecke, pass auf, ich hab so doll. Ihr wisst gar nichts. So. Letztes Wochenende, das ist ja mega speziell. Ich hab's richtig gewollt. Da muss ich jetzt auch kurz mal. Ich guck mich mal hin, weil ich's weiß. Ich hol mir jetzt ein Wasser. Da frage ich jetzt sogar. Schreib mir mal bitte im Mod-Chat ganz kurz irgendwo oder im Stat-Check-Chat. Was mit letztes Wochenende genau gemeint ist, weil ich weiß, dass die Fragen nicht heute gemacht worden sind. Sprich, was genau ist der Zeitraum vom letzten Wochenende, damit wir das so ein bisschen spezifisch haben. Ja. Nee, das ist ja eindeutig. Weil das letzte Wochenende ist nicht eindeutig, weil wenn die Frage letztes Wochenende gemacht wurde, dann ist letztes Wochenende vor 2 Wochen. Ah, okay, dann ist ja die Frage nicht aber eindeutig. So doof wäre der Fragesteller ja nicht. Der weiß ja, wann gespielt wird. Ah, okay. Nee, ist tatsächlich letztes Wochenende. Es gab da gewonnen, sehr gut. Na, ja, höheres Box Office. Natürlich krass. Letztes Wochenende. Ey, kann sein, dass ich Inter. Mach mal so. Na, Chats, ihr könnt mitspielen. Ihr müsst einfach nur eins oder zwei. Ey, ich habe eine dumme Frage. Ich muss sie stellen. Es tut mir leid.
Was bedeutet Box Office? Was heißt Einnahmen. Das? Ja, ein Spielergebnis. Einnahmen. Genau, ein Spielergebnis, okay, Kinokassen. Okay, okay. So insgesamt, glaube ich. Ne? Also eigentlich geht es darum, auch, auf wie viel Höhenmeter das Büro liegt, wo das Skript geschrieben wurde. Hey, danke, danke. Ja. 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 Nochmal so, damit Chats es raffen, ihr könnt eins oder zwei für Avatar oder Puss in Boots in Chat schreiben. Ah, und könnt Mann, quasi ey, so ein bisschen mitspielen. Macht das ja, mal einmal. Da habe ich vielleicht Scheiße gebaut. Und ihr loggt bitte auch ein. Ich habe gewählt. Habe ich eingeloggt? Ja, warte mal, ich schaue nochmal nach. Haben jetzt ja, alle gleich gedacht, dass wir dachten, ja, Avatar ist so eindeutig. Es muss Puss in Boots sein. Alle haben Puss in Boots genommen. Matthias, du so, lass mal, was haben wir denn, was haben wir gepickt? Vier Leute, ja, alle außer Henker haben Avatar gesagt. Puss in Boots gesagt. Also ich weiß, dass der auf jeden Fall insgesamt mehr eingespielt hat. Das hat Franzi mir letztens erzählt. Avatar ist doch der erfolgreichste. Ja, aber der war richtig scheiße, der Nachfolger, wurde mir gesagt. Ach, ich hab auch echt? Nicht. Okay. Ja, es ist so. Du war so auf Marvel-Niveau, fand ich. War ein guter Film, aber halt auch nichts Besonderes. Ich weiß es aber nicht. Wurdet ihr bezahlt, den zu gucken? Muss ich erstmal fragen. Nee. Ich werde grundsätzlich für nichts bezahlt. Wenn ich einen Film machen würde, Henke, ich würde dich bezahlen, damit du den guckst. Wie viel? Popcorn. Home Box Office macht negativ. Dann mach ich's. Geil. Die Leute werden alle bezahlen. So, wir gucken mal so ein bisschen drauf. Chats waren sich. Ah, ey, stopp! Nachkommen! Gibt's doch nicht. Ach, lol. Nee. Zu schnell. Ich wollte gerade hier noch Spannung aufbauen. Mach mal kurz. So, Avatar hat mehr eingespielt letztes Wochenende. Das finde ich krass, weil Avatar steht ja sogar Dezember 15. Ne? Wann kam denn Puss in Boots überhaupt raus? Der kam ein bisschen später, glaube ich. Letzte Woche. Eine Frage. Ich glaube, bei mir kackt mein Internet ab. Seht ihr mich noch? Ja, ne? Ja, natürlich noch. Aber ist alles fein bei dir. Wer redet da? Ja, ich stabilisiert sich das wieder. Ja, also. Schwören können. Oh, sorry. Puss in Boots ist es anscheinend nicht. Das heißt, drei Chats. Ah. Lagen da ein bisschen falsch. Vier Chats. Nee, drei Chats. Hey, was passiert richtig bei 50? Bei mir ist 50-50 bei den Chats. Was passiert da? Es ist kein perfektes 50-50, oder? Aber du hast zwei Pfeile. Ja, zwei Pfeile. Für Chat, ihr müsst immer 50-50 abstimmen, wenn ihr gewinnen wollt. Digga, smart. Das stimmt. Macht einfach ja, ich glaube, 50-50 kriegst du einfach gar nichts tatsächlich. Hä? Ja, aber also, ne, ist ja nicht eindeutig. Ich glaube, dass der in den ersten paar Tage mehr eingespielt hat. Also irgendwas war da auf jeden Fall, was ich gehört habe. Ne, ich meine, der hat die höheren IMDb-Bewertungen. Oh, das könnte auch sein. Aber ich glaube, es ging um Einnahmen. Ich bin mir nicht sicher. Naja. Ja, das war so, Avatar war so offensichtlich, ne? Weil du wusstest ja nicht mal. Ich dachte, dass dieses Puss in Boots übel erfolgreich irgendwie sein soll. Auch übel gut sein, tatsächlich. Das soll richtig krass sein, der Film. Ja. Gut sein, aber gut weiß halt immer erst, wenn du schon drin warst, ne? Deswegen, die Leute sind halt sofort zu Avatar reingerannt. Vielleicht ist er deswegen aber sehr viel eingespielt. Ach, weiß ich nicht. Naja. Avatar ist auch einfach nicht so. Flo hier, Flo, Carla, lass mich einfach so ein bisschen, ne? Ich versuch's ein bisschen durchzugeiden, ne? Ich hab so einen Moment Zeit. Ich geb normalerweise ein Vorbild. Dieser Mars-Schlümpfe da, oder? Geil, ich bin Anfang, du. Ja, schade. Wir gehen in die nächste Frage rein, ja? Gargamel. Warum dachten denn 72% meines Chats dasselbe? Naja. Das ist eine gute Frage. Moment, meine Punkte sind falsch, oder sind es die vom Chat, die schwarzen? Nee, die schwarzen. Das sind deine. Pink. Ich habe keine drei Punkte. Wir haben noch falsch gelegen gerade, oder nicht? Stimmt, ich auch nicht. Aber mein Chat lag richtig. Sprich, unsere Chats haben drei. Unsere Chats haben drei, wir haben nur zwei. Unsere Chats haben drei und wir haben zwei. Okay, kriege ich einen Punkt, weil ich so ehrlich war? Nein. Nein. Scheiße, dann lohnt sich das gar nicht. Ja, die Punkte sind auch gerade falsch. Also Henke, die Schwarzen sind ja Chatpunkte. Henke hat auch keine drei. Das war... TikTok. Ich glaube, Punkte werden gerade noch angepasst, bevor wir in die nächste reingehen können. Sogar der Moderator hat jetzt einen Punkt beim Chat. Ja. Mein Chat zählt doppelt. Der Moderator zieht uns noch ab, ey. Scheiße. Mein Chat zählt doppelt. In welchem Kinofilm wart ihr zuletzt? Also ich mach mal einen Chat eben auf, so bis. Boah. Avatar, aber ich gehe auch wirklich selten ins Kino, leider. Ich liebe aber Kino, du hast mich nicht gehört, ja, weil ich gemutet war. Ich glaube. Ja, ist natürlich ein Problem, weil ich dann. Nein, ich will ja nicht mit den anderen Leuten reden. Bin jetzt im Stream. Perfekt, also, ist besser, wenn du im Stream bist. Der letzte war Avatar. Flo, ich hab gesagt. War ich das letzte Mal im Kino vor der Pandemie. Flo, ich hab gesagt, ich gebe so ein bisschen vor, wann wir in die nächsten Fragen und Antworten reingehen.
Und Punkte vom Chat sind ja die lilanen. Sprich, Matteo und ich, wir haben gerade falsche Punktzahl. Das müsst andersrum sein. Wir haben 2 schwarz und 3 lila. Ich weiß nicht, wie das genau funktioniert. Genau, jetzt ist es andersrum. Und vielleicht nochmal bei Henkel und so nachgucken, weil ich glaube, der hat auch nur 2. Bin mir nicht sicher, wie es bei den anderen aussieht. Nur, dass wir, vielleicht Chat, vielleicht könnt ihr so ein bisschen drauf gucken, wie viel jeder gerade hat und falls irgendwas falsch ist. Und Flo da kurz ein bisschen Bescheid geben. Aber ich moderiere trotzdem noch durch. Du musst im Endeffekt nur so die Buttons klicken, ne? Ja, schön. So, sorry, wir haben kurz mal Punktestand und alles durchgequatscht. So, wir können in die nächste Frage gehen. Gucken mal, wie wir weitermachen. Next one. Open up. Sehr gut. Oh. Was ist das für eine Serie? Ich kenne nur das Büro. Besseres. Okay. The Office. The Office UK oder The Office US? Da muss ich natürlich direkt nachfragen. Was heißt besseres? Für wen? Was ist genau besser? Was für mich, ist denn? Ist es wieder IMDb-Rating? Nie gesehen. Ich auch noch nie das gehört. Ist die Ursprungsversion. Das ist die Ursprungsversion, so? Ja. Ach, wirklich? Office ja, US ist. Mit crazy. Die genau, es ist IMDb. Es ist IMDb-Bewertung. Ich wusste nicht, dass hier Martin. Wie heißt der? Ist es nicht Jude Law? Martin Garrix. Nein, der Hobbit. Der spielt da auch mit. Ja, ist hier der Hobbit. Der mitspielt bei UK-Version. Ist es nicht Jude Law? Oh, Jude, der mit der Krawatte. Ja. Das ist auch der von X-Factor, ne? Weißt du, wie der heißt? Aber ist es nicht Jude Law? X-Factor. Wer ist Jude Law? Wo ist Jude Law? Der da hinten, Alter. Ist der das nicht? Oder wie heißt der? Ist Jude Law, Alter. Wo ist Jude Law? Wo seht ihr denn Jude Law? Ist das. Nee, Martin Morgan Freeman. Ja, sehr gut. Dann verwechsel ich den gerade. Sorry. Meins war's. Also was heißt denn bessere jetzt? Bekommen wir noch die Garrix bei The Office würde ich. Ja, ich IMDb, habe ich schon gesagt. Ich bin mir recht. Also, wir nur zuhören müssen. Es geht um eine IMDb-Bewertung, ja. Oh, scheiße, Mann. Ich glaube, da bin ich mir recht sicher. Ach, warte, ich wechsle nochmal. Das ist doch schon wieder scheiße. Da bin ich mir recht unsicher, muss ich sagen. Warte, ich muss noch. Ich habe noch nicht gewählt, warte. Warte, wie sieht ein Jude Law nochmal aus? Hey, Jude Law sieht komplett anders aus. Das sieht ganz. Niemand auf diesem Bild sieht aus wie Jude Law. Ah, stimmt, hast recht. Das ist Jude Law? Ich war mir so richtig. Ich bin so fest so ausgegangen, das ist der. Ja, Chats, ihr könnt wieder abstimmen mit 1 und 2. Okay. Alle Chats: Bonjour Chat, Henkel Chat, Basu Chat, Kutscher Chat, mein Chat. Und wir locken ein in 3, 2, 1. Jetzt. So, was haben die Leute abgestimmt? Scheiße, ich hoffe, ich bin nicht. Ich dachte, das wäre zu offensichtlich. Ich glaube, ich dachte mir auch, es ist zu offensichtlich, oder? Aber ich habe auch beim Moderieren gelernt, dass offensichtliche Baits manchmal einfach gar keine Baits sind und es ist die offensichtliche Version. Das ergibt Office Sinn. US oder Office. Ich habe immer so das Gefühl, dass es kopiert wird, wenn es sehr erfolgreich ist, ne? Ja, dachte ich mir auch. Wahrscheinlich gibt es von dem UK-Ding auch wieder nur wenig Folgen. Warum es einfach ist, eine höhere Bewertung zu haben. Also ich glaube, dass das US-Ding ist auf jeden Fall das erfolgreichere. Aber ich weiß nicht, ob es das bessere ist. Ja, also ich glaub, aber hat es bessere Bewertungen? Oder ist es US, das UK-Ding so na, ich habe Office UK noch nie gesehen, tatsächlich. Same. Ich auch nicht. Ich habe nur die Office US gesehen. Ich wusste, dass es das gibt, aber ja. Ist auch sehr verständlich, dass es bei Netflix wirklich einfach als das Büro gelistet ist. Das ist so weird. Ja, wir ziehen das Pflaster einfach mal ab. Ja. Gucken, was die richtige Lösung ist. Bitte. Komm. Danke, Chat. Oh, ah! Ja! 9! 9 ist schon sauer. 9 ist schon sehr stark. Ja. Alle Chats haben gesagt Office US. Scheiße, ich aber Philipp und ich, wir haben leider ein bisschen reingehintet. Ich bin sehr scheiße mit meinem eigenen Spiel tatsächlich. Das hat mein Chat mich wieder eingeholt, ey. Ja. Es ist mein Chat ist halt doppelt so viel. Geil, aber muss man Originalvertonung gucken, sonst klappen die Gags nicht. Ja. Ich habe als Moderator gelernt, dass Baits manchmal einfach Baits sind. Ja, und das war einfach ein Bait, ne? Das war einfach ein Bait. Naja. Ihr habt alle recht, Philipp und ich. Wir haben uns baiten lassen. Dann gehen wir zur nächsten Frage. Wir kommen bei der nächsten Frage, kommen wir wieder zurück. Bei der nächsten. Oh, was? So, schon wieder höheres Rating. Also, da easy. Wir haben das so ein bisschen auch in. Wir haben so ähnliche Fragen zusammengepackt, die sind nicht mehr so durcheinander gewürfelt. Sprich, es kommt jetzt sehr viel an. Wieder Jude Law. Der ist schon wieder Jude Law, genau. Hey, warte mal, ist das nicht auch Martin Garrix da links? So. Jude Law, auf Martin Garrix. Und Benedict Cumberbatch. Ey. Höheres IMDb-Rating? Boah.
Ey, ich bin mir sicher, glaube ich. Warte mal, was ist denn Dexter Newblood? Ist das nochmal Sherlock oder Dexter Newblood? Heißt das nicht nur Dexter? Die du stellst, ja. Oder gibt es da noch eine andere abzweige Staffel? Naja, wenn das ich glaube, lange es nicht kam, mehr gemetzelt, wird es nicht der erste sein, oder? Wo steht denn lange nicht mehr gemetzelt? Das steht oben drüber, aber das siehst nur du. Das sehen die Streamleute nicht, Matteo. Ah, das seht ihr nicht? Das ist gecropped, wow. Ja. Hey, oh, ich habe einen Vorteil gecropped. Dadurch. Ach so, das ist... Ich habe mehr Infos einfach. Ich denke mir einfach bei allem, was ich hier sehe, oh, das habe ich noch nie gesehen. Ich habe beide gesehen. Schau Sherlock. Linda, du hast nicht Sherlock geguckt? Also jetzt am Wochenende. Nee. Schau Sherlock. Oh mein Gott. Oh, Sherlock ist, Sherlock, Linda, Sherlock ist echt gut. Sau, guck lieber Trash-TV auf voll Spaß. Aber Sherlock ist worth. Ja. Not the reality. Das lief mal eine Zeit lang auf dem ZDF, Alter. Sherlock ist echt gut, aber Too Hot to Handle ist auch sehr gut, ne? Too Hot to Handle, was ist das? Ja. Das ist einfach nur Sherlock. Ist das nicht diese Bums-Assi-Sendung auf Netflix? Ja, das ist voll geil, ey. Das ist voll geil, Henke. Ich kann mal alle da ausdrücken, du. Ja. Netflix Trash TV ist übel funny. Bums-Roulette auf Netflix, oder? Übel funny. Kann man ausmachen, das ist voll geil. So, Chats haben hoffentlich auch 1 oder 2 in den Chat geschrieben, um abzustimmen. Und wir locken mal einen in 3, 2, 1. Jetzt. Und dann ergeben sich folgende Votings. Wir haben alle Sherlock gesagt. Bait. Das ist doch jetzt wieder der Bait. Ich kenne das ist der Bait, aber Philipp. Nein. Na? Achtung 69. An alle, falls ihr gerade am Dexter gucken seid und keinen Spoiler wollt. Ja, ich weiß jetzt schon, was du für 5 Sekunden. Nein! Dexter ich hatte. Nicht. Wie okay, dann sag's nicht. Matteo, ich sag's nicht. Alles gut. Alles gut, aber Dexter Newblood ist quasi. Ist so eine Art Trash. Spin-off. Und ich habe im Kopf gehabt, dass es nicht gut ankam. Gar nicht gut. Okay. Ja, aber Sherlock ist auch fucking gut bewertet. So. Das ist einer der besten Serien. Ja. Boah, das war voll hilfreich. Ich hatte nämlich erst das andere ausgewählt und dann habe ich nochmal geswitcht, weil ich so gesagt habe, ich muss mal gucken. Ach so. Sherlock gibt es, glaube ich, auch eine UK- und eine US-Version, ne? Sherlock US ist doch hier mit. So mit hier, Das ist ein Film, ne? Robert Downey. Mit Iron Man. Robert Downey. Mit Iron Man, genau. Das sind Filme. Und bei Sherlock sind es ja mehr lange. Ja. Miniserie. Sherlock mit Iron Man, recht. Ich auch das amerikanische war mit Sherlock Moore, glaube ich. Stell dir vor, Sherlock kommt zu den Avengers so. Und der teamt dann so mit Hulk, weißt du? Der hätte Thanos aber gar keine Chance gehabt. Power und Brain. Der wird Thanos richtig weggerätselt. Ja. Oh nein. Sehr gut. Alle Chats haben übrigens auch gesagt Sherlock. Ja. Und dann gucken wir uns mal die Lösung an. Also alle Leute haben gesagt Sherlock. Wenn das jetzt nicht Sherlock ist, dann fress ich einen Besen. Es ist aber 8,1. Ich dachte, Dex hatte zur Trash-Bewertung 6 oder so. Aber tendenziell sind Serien immer besser bewertet als Filme, oder nicht? Das stimmt, ja. Ich glaube, die Leute sind einfach nicht so kritisch. Serien sind ja einfach geiler als Filme, actually. Ja, das stimmt. Bei Serien hast du ja auch mehr Potenzial, dass so geile Folgen dabei sind. Ja. Beim Film ist entweder okay, geil oder scheiße. Aber auch mehr, dass es so eine langweilige Folge ist, ne? Das stimmt, ja, das stimmt. Ja, 9,0. Damit kriegen wir alle Punkte. Alle Chats kriegen Punkte. Hammer. Perfekt. Aber jetzt kommt eine Bait-Frage, auf jeden Fall, bin ich mir sicher. Hammer. Ja, jetzt wird gebaitet, komm. Jetzt wird gebaitet, sehen wir gleich. Macht gerne mal die nächste Frage auf. Gucken wir uns an. Ding dong. Hallo? Mach doch! Da ist es. Ja, wir haben aber einen leichten Delay. Einen leichten Stream-Delay, glaube ich. Boah, scheiße. Ja, ist besser, ich muss mir beim Übergang einfach mehr Zeit lassen. Ich höre das erste Mal davon. Bessere Star Wars-Serie. The Mandalorian oder The Book of Boba Fett? Was machen wir? Relativ sicher. Ich grab mal ins Blaue rein hier. Chats. Alle Streamer-Chats können abstimmen mit 1 und 2. Eins für Mandalorian, 2 für Wars, The Book of Boba Fett. Star Wars hat mich auch nie abgeholt, aber ich bin nicht so der Sci-Fi-Fan, ich weiß nicht. Ja, aber ich finde, Mandalorian kann man sogar gucken, ohne Star Wars richtig geil zu finden. Ich weiß die Antwort. Ich habe einmal einen Star Wars-Film gesehen, da war nur diese fette Schnecke, die da rumliegt. Ja, hier Jabba, der hat ja. Ja, genau. Jabba ist geil. Ich habe letztens mir die alten Star Wars Filme angeguckt, weil immer alle sagen, dass die so krass sind. Und die schauspielerische Leistung in diesem Film ist wirklich bodenlos. Es ist so schlecht. Und du kannst nicht sagen, dass diese Filme besser sind als 1, 2 und 3. Es ist so schlecht einfach nur. Nee, aber 1, 2 und 3 sind auch schlecht. Aber aber die anderen sind noch schlechter. Ja, also. Mein Berührungspunkt mit Star Wars ist nur KOTOR. Hier gab es so ein RPG, so ein Star Wars RPG. Das war das war echt gut. Das war echt richtig gut. Dann war irgendwann warst du dann Sith, wenn du Bock hattest, hast alle abgebracht. Und da konnte man auch einfach, statt mit den Leuten zu reden, konnte man die einfach so Gedanken manipulieren und sowas, so Force Manipulation und sowas. War echt cool. What the fuck? Cooles RPG. Und das ist ja derselbe Schauspiel wie von The Last of Us, ne? Bei Mandalorian. Martin Garrix?
Ah ja, hier, Pedro Pascal. Jude Law meinst du, oder? Jude Law, wieder verwechselt. Wieder verwechselt. Ja. Wir locken einen in 3, 2, 1. Das passiert vielen. Und alle nehmen Mandalorian. Und ja, alle nehmen Mandalorian. Da ist Baby Yoda in der Tasche und alle lieben Baby Yoda. Das heißt, es muss die hier sein. Das ist die Logik. Nee, Henke, komm. Baby Yoda ist wirklich süß. Aber alle Chats, alle Chats sagen auch Baby Yoda. Das ist Chat los, Alter. Da haben 29% Boba Fett gesagt. Ich weiß nicht mehr, was das ist. Kennt ihr nie gehört? Oder was? Aber der Book of Boba Fett ist ein Buch, oder nicht? Ja, ja, das ist wie die Bibel für Star Wars. Ja. Deutsche alte. Ey, jetzt pass auf, Book of Boba Fett ist irgendwie so 9,5 oder so, ist komplett insane. Nee, nee, nee. Ja. Nee, Mandalorian ist, glaube ich, safe besser. Ich glaube, die beide wir gucken, nicht so wir gucken mal rein. Wir gucken mal rein, was mehr Sterne hat. 8,7 zu 7,3. Das ist ja nicht mal knapp. 7,3 für Serie, das ist wie. Jetzt würde mich mal interessieren, was Film. Too Hot to Handle zum Beispiel als Dings hat. Weil das 8,5 oder so. Rating? Ja, schon, oder? 100 Pro. Rating plus 100 Pro. Pulitzerpreis. 9,8. Ja, wir kriegen wieder alle einen Punkt. Na? War eine relativ einfache Frage, aber ich glaube, es lag auch daran. Mandalorian kennt man halt einfach. Kennt ja jeder so, ne? Mhm. So, das, ist es nicht sogar das Disney Plus Aushängeschild gerade so? Ja, unter anderem so Loki und Mandalorian und sowas. Ja, das stimmt. Bestimmt. Sehr gut. Gehen in die nächste Frage rein. Gucken, ob die ein bisschen kniffliger wird, ne? Mal gucken, ach, mal gucken. Du meine Scheiße. Und gerade Henke mit 6 Punkten auf dem ersten Platz, den müssen wir so ein bisschen. Das ist easy. Ja. Aber schlechteste Marvel-Serie. Schlechteste. Davon habe ich jetzt gefragt. Schlechteste Marvel-Serie. Moon Knight oder She-Hulk. Moon Knight ist so ein Krokodil da auf dem Cover. Der hat eine bessere Körperhaltung als ich. Das stimmt, ist echt ein Krokodil. Aber so ein ägyptisches. Ich glaube, der hat einen Krokodilkopf, actually. Ich habe She-Hulk gesehen, die erste Folge. Und das. War, nix, war sehr gut, doch, war geil, war sehr, sehr geil. Deswegen wähle ich Moon Knight. Das ist ein guter aber bei. Ja. Moon Knight waren die Leute so ein bisschen enttäuscht, weil Moon Knight an sich sehr viel Potenzial hat, ne? Aber das wurde nie so ausgeschöpft. Ich glaube, es ist ja auch nicht richtig, weil die Leute sexistisch sind und keine Frauen. Ja, wollte gerade fragen, ist das das Problem? Oder aber ist IMDb auch rassistisch, sexistisch? Das ist ja die Frage. Die Rassefrau. Naja, also ich hab She-Hulk gesehen, das war echt nicht gut. Also aber Moon Knight fand ich eigentlich ganz geil, muss ich sagen. War nicht so kacke. Hast du geguckt? Ah, ich hab's nicht gesehen. Shit. Also, fand ich schon, irgendwann, also es gab so eine Folge, wo du dachtest, was ist jetzt für ein Fiebertraum hier so, aber sonst. Da gab's dann so einen Plot-Twist so, und dann dachte ich mir so, okay. Ja, Jets, 1 für Moon Knight, 2 für She-Hulk. Wir suchen die schlechteste Marvel-Serie. Wir locken ein in 3, 2, 1. Jetzt. Wir also machen alle Spaß, das von mir halt gesagt. Sind die so Partner? Manchmal? Wer ist Partner? Oh, Knappi. Ist She-Hulk mit Hulk zusammen? Sind die so? Nee, die sind befreundet. Die sind befreundet. Und dann am Anfang ist er auch dabei in der ersten Folge. Spoiler. Das ist dein Schwippschwager. Oh. Okay. Nee, warte mal. Oder waren die verwandt sogar? Die waren sogar verwandt, oder? Oh. Oh. Irgendwas war da. Ich hab's schon lange her. Also nicht, dass sie nicht auch zusammen sein können. Naja, abgesehen davon, dass so. Sweet. Abgesehen davon, dass so die breite Masse, glaube ich, einfach nicht so der Fan davon ist aktuell, dass so sehr viele Superhelden dann irgendwie auf einmal Frauen sind oder dann die Hautfarbe wechseln oder so, ne? Wobei wir jetzt wahrscheinlich nicht näher auf das Topic eingehen wollen. Ich glaube, es gibt super viele Leute, die sind halt. Wo dann auch so Hate voted wird, kennt ihr das? Wenn so. Ja, wenn so Serien einfach so komplett downgevotet werden von Fanbases, die halt aus irgendeinem Grund, ob der jetzt berechtigt ist oder nicht, einfach sauer sind. Auch davon ab. She-Hulk hat, glaube ich, das Potenzial-Ziel von sowas zu sein. Aber abgesehen davon habe ich das Gefühl, dass Hollywood und alles drumherum manchmal auch echt scheiße ist, so eine gute Lead-Rolle für eine Frau zu schreiben. So manchmal ist es sehr so, weißt du, Alien. Zu forced. Ich glaube nicht, dass das sexistisch ist. Alien-Reihe ist fucking geil und Lead. Das wird zu gruselig. Gibt ja genug gute Beispiele, ne? Aber es gibt auch ein paar, da wo das so sehr, sehr aufgesetzt wirkt alles. Deswegen habe ich She-Hulk halt gewählt. Und ihr alle auch. Und alle Chats auch. Da waren sie alle so ein bisschen einig. Moonlight sieht cool aus. Ehrlich. Ist geil. Ja, der Schauspieler ist auch insane, tatsächlich. Finde ich richtig gut. So,
Hast du es gesehen, ja? Ja. Also ist jetzt kein Mega-Hammer, aber kann man sich schon geben. Es sind, glaube ich, auch nur 6 Folgen oder so. Der von Ex Machina? Ist er nicht auch bei Star Wars? Ja, ja. Der spielt da diesen Rebellentyp oder so, ne? Ach, Jude Law. Den alten. Jude Law, ja. Genau. Jude Law, der Rebell. Genau. Ja, wir lösen mal auf. Gucken mal, ob wir alle recht haben. Aber ich gehe mal stark von aus. Ja, 5,2 zu 7,3. Na, das ist eine Luft. 5,2 schon. Das ist ein desolates Ergebnis da immer. Ach du Scheiße. Echt bad, ja. Das ist echt bad. Tja. Oh. Ach, Tia! Schmeißt seine Pfanne weg. Er kann es nicht fassen, ne? Nee, das ist hier meine. Er ist ja wie so ein Kochtopf. Ach so. Okay. Sorry. Wir können weiter spielen. Schmeißt Pfanne weg. Okay. Die Frage gerade geschlossen. Wir gucken gerade ganz kurz was nach. Ich kann nur Sachen und man muss echt denken, ich wohne im Ludolfslager oder so. Kann sich nicht so viel bewegen, es fällt immer was um. Wir brauchen, Moderatoren, wir brauchen ein paar knifflige Fragen so, weil wenn wir alle andauernd einen Punkt kriegen, dann holt niemand Henker auf gerade. Das ist ein Problem. Wobei unsere Chats ganz gut dabei sind. Ich fühle doch gar nicht. Doch, du führst. Doch, du führst. Deine ist die schwarze Zahl. Dein Chat, ja, dein genau. Chat ist so. Schlecht, aber du bist Chat gut. Chat ist lila. Ah, krass. Ah, okay. Das kam durch das Avatar-Ding, glaube ich. Ja. Oder? Was ist das Avatar-Ding? Ja, Avatar hast du auf jeden Fall uns abgehängt. Ja. Oh, Basu ist auch krass. Basu ich bin abgehängt, so ich habe 6. Ja, ich habe auch 6. Ich kämpfe mich und ich kenne die ganzen Serien und Filme nicht mehr. So, wir machen dann die nächste Frage. Aber es ist immer 50-50, ja? Ja. Wir machen aber es ist immer 50-50 bei allem im Leben. Was ist das denn links? Niedrigstes Rating, what the fuck? Alter, Sharknado kann... Oder Sharknado... Aber auch der zweite Teil. The second one. Ist es der zweite Sharknado 2 oder ist es einfach Sharknado 2 und dann haben die nochmal gesagt, das ist 2? Kennt ihr Tom Bieber? Ja, vom Namen aber nur. Tom Bieber ist auch eine echt geile Empfehlung, da muss ich sagen. Tom oder Rubber. Tom Bieber, habe ich schon gehört, glaube ich. Was ist das denn? So ein Reifen, der geht auch duschen und sowas. Ah, Rubber kenne ich, der Reifen, der bringt alle Menschen um. Der rollt einfach so über sich durch. Der hat ein Aggressionsproblem irgendwie. Also Cat sieht schon sehr widerlich aus, finde ich. Ne? Und der guckt auch NASCAR Racing. Ja, Cat sieht wirklich abgefuckt aus. Sieht wirklich sieht aus wie ein Fiebertraum. Ich habe eine Theorie. Und die sage ich erst, wenn es eingeloggt ist. Ja, ich auch, wenn es eingeloggt ist. Ja, mache ich so, oder was? Ich habe auch eine Theorie. Chat, ihr könnt wieder voten mit 1 und 2. Ich glaube, wir haben so das kleine Problem, dass die Votes nicht nach jeder Frage resettet wird. Sprich, da müssen alle voten, ansonsten ist es ein bisschen scuffed. Das können wir heute aber leider nicht ändern. Müsst ihr halt gucken, dass die Leute, die gerade im Chat zu gucken, immer voten bei jeder Frage. Cat sieht richtig cringe aus, Alter. Und dann locken wir einen in 3. Das ist ein bisschen geil. 2. 1. Jetzt. What the fuck? Not my proudest fat. Junge. Ich hätte so ein Furry-Suit auch im Schrank hängen. No King-Shaming, bitte. Ich bin Furry. Okay. Nicht schlimm. So, es haben alle für Cats abgestimmt und Philipp, du hattest eine. Sharknado ist so mimig schlecht, dass es schon wieder gut gewertet wurde. Ja. Ich glaube, das haben wir alle gedacht, ja. Das ist selbst so ein Trash-Film, über den man so lachen kann. Und Cats ist wahrscheinlich einfach nur wirklich bad. Und Sharknado ist doch so dieses kultig bad, oder? Also, wenn ich an schlechten Film denke, das ist Erste, was mir in den Kopf kommt, ist Sharknado, weil das halt so ein Meme ist mittlerweile. Ja, safe. Ja, glaube ich auch. Und, ich glaube, Menschen lieben auch so diese Hai-Filme, wo der weiße Hai immer so der Böse ist. Aber ist Cats dann dieses Musical-Cats? Keine Ahnung, aber es sieht nicht Musical nach einer Sache aus, gut, die man sie angucken will. Ja, wollte gerade sagen, ist auch recht bekannt. Das Musical ist gut, aber wir lösen, was sie beim Film gemacht haben. Wir lösen mal auf. Gucken mal, was niedriges Rating. 4,0! Ich dachte, Sharknado hat so 7 und Cats hat so 3. Ihr müsst euch vorstellen, Sharknado ist fast auf einer Stufe mit She-Hulk. Ja. Junge. Ich muss dir aber vorstellen, She-Hulk fast so wenig wie Sharknado 2, the second one. Produktion rein und dann bist du bei Sharknado im Rating. Bitter. Ja. Aber wir haben alle recht. Alle kriegen Punkt. Alle Chats kriegen Punkt. Das ist ja gut. Cats. Perfekt, wir gehen in die nächste Frage rein. Welcher DC-Film schneidet besser ab? Abgesehen davon, dass wir Marvel-Fragen dran hatten, Carla, und ich angelogen wurde. Mir wurde gesagt, kein Marvel, aber das war ist Marvel. Nicht Marvel oder? Das ist DC. Aber jetzt haben wir statt Marvel einfach DC. Aber das ist okay, ne? Wir haben einmal
Was ist denn Black Adam? Ach, das mit dem Batman? Rock? Ja, der war geil. Den habe ich gesehen im mit Kino. Mit dem Stein. Und einmal ich zum ersten Mal. Black Adam. Und ja, hier geht's gesehen. Nicht. Henke, ich rede gerade jetzt. Moderiere ich. So, hey, meine was. Meine was. Wir haben jetzt nicht IMDb, sondern wir haben ein Rotten Tomatoes Rating. Es geht hier nicht mehr um IMDb. Betrifft euch wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt. Ich glaube, Rotten Tomatoes ist so ein bisschen. IMDb kenne ich ja auswendig. Da muss ich switchen kurz. Dann muss man. Welcher DC-Film schneidet besser ab? Aber was schneidet er besser ab? Rating. Rotten Tomatoes Rating wahrscheinlich. Okay. Ach, Batman, da war ich drin, der hat so ultra lang gedauert, ich glaube so 3,5 Stunden oder so. Geht es um das, ich muss mal nachfragen, geht es um das Audience-Rating oder um das Experten-Rating? Weil es gibt auf Rotten Tomatoes zwei verschiedene, es gibt einmal so die Popcorn und einmal die Tomate, glaube ich. Und das weißt du jetzt einfach aus dem Kopf, ne? Du hast doch die Seite offen. Ja, aber ey, nee, aber ich bin öfter mal drauf, bevor ich einen Film gucke, gucke ich manchmal nach, ob der halt... Klar, Chris, die Frage ist schon relevant, weil The Rock hat so eine mega Fanbase. Er macht halt so eine Instagram-Story und sagt so, ey, Leute, sagt mal, was man aber hier cool Robert ist. Pattinson doch auch, die ganzen Twilight-Girlies. Die aber der hat keinen Instagram-Account. Nicht? Es geht hier um das Experten, also um das... Das klang irgendwie komischerweise sehr wütend, Matteo. Wünschst du dir nicht mal Instagram-Account? Ich bin traurig, Mann. Es geht hier tatsächlich um das Experten-Rating, nicht um Audience-Meter. Oh, shit. Dann ändere ich nochmal meine... Okay, abgeändert. Ich hatte diese Länge, aber den Film so abgefuckt, ne? Also wer will sich in 3,5 Stunden den Film angucken? Na geil ist ich. Kommt drauf an, was drin ist. Wer war 3,5 Stunden? Batman? Ich glaube, der hat so ultra lang gedauert. Er war ultra, das stimmt schon. Aber da ist auch einfach ewig nichts passiert und dann ging es auch einmal los. Und dann, ich weiß nicht. Und er war schon wieder vorbei. So, wir locken einen in 3, 2, 1. Jetzt. Komm. Ja, danke, Henke. Du hast einen Punkt verloren. Geil. Weiß ich nicht. Henke hat gesagt, Black Adam. Safe. Alle anderen haben gesagt, inklusive alle Chats, haben gesagt, The Batman. Warum vote ich eigentlich dafür, wenn ich den Film scheiße finde? Black Adam Sinn. Hat so richtig reingekackt. Und ehrlich? The Batman, und Batman war eigentlich okay. Aber der war auch irgendwie... Aber was kann Black Adam genau? Der kann einfach alles, oder? Ist das nicht so ein Superheld, der einfach alles kann so? Aber Superman nur anders. Blitzen noch und so. Superman mit noch Blitzen, Yeah. Power Burn from Rage. Na gut. Power Burn. Born from Rage, Born, sorry. Ich burn. Bin nicht Native Speaker. Ja, ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan gehabt. Ich dachte mir einfach, Batman ist normalerweise so erfolgreicher Franchise, als so einfach einen neuen DC-Helden reinzupacken. Oder ist so ein Anti-Hero, glaube ich, Black Adam, Ist gar kein Held. Echt? So direkt, oder? Ja, das ist so. Ja, ist schon so. Ist eigentlich so ein Villain, aber dann Anti-Hero und sowas. Der lässt sich nichts sagen, der Black Adam. Ja, das ist Pierce Brosnan, sehe ich jetzt erst, Alter. Ja, das ist Pierce Brosnan, ja. Junge. Und Jude Law. Und wir gucken mal, aber ob Henke richtig liegt oder ob wir richtig liegen. Oh, du heilige Scheiße. Aber der Film von Experten eine 85% bekommt. Da bin ich auch schon wieder sauer, muss ich sagen. Ja, aber die gucken halt. Quatsch, stimmt schon. Dem passt der. Also 85 die Kameraeinstellung hier. Ich hab reingeschissen. Was macht Luna? Gar nichts. Okay. Henke verschenkt einen Punkt. Wir alle holen auf. Ja, kann man sich Chats liegen jedes Mal richtig. Und wir machen die nächste Frage auf. Mein Chat ist so schlecht. Hier, sag mal, du musst die positiv motivieren. Wir haben am Anfang halt die Punkte gekriegt, Ihr Mistviecher. Das sag mal. Oh, beliebterer Twilight-Film. Twilight bis zum Morgengrauen oder Twilight New Moon? Ist der links, glaube ich, oder? Der links. Der nicht mit dem Hund. Der links ist der erste, glaube ich, auch, oder? Auf das Wortspiel waren die bestimmt auch so stolz damals, Alter. Ja, das ist so. Das ist es, Jungs. Das ist geil. Bis, aber mit einem S mehr. Geil. Pass auf, in Deutschland sagt man nämlich Biss. So, jetzt geht's wirklich los, Freunde. Wie heißt denn der im Englischen dann? Auch so. Bite to the morning gray. Bite to the morning gray. Bites the dusk. Another one bites the dusk? Ja, oder nochmal. Twilight, Another one bites the dusk. Das ist geil, hat mich abgeholt. Da haben sie den, wenn der nicht so heißt, Matteo, dann haben sie ihn verspielt. Also Bitter ein Bit wäre gut, aber der ist auch nicht auf Englisch, aber halt, Bitter ein Bit ist stark, Bite. Was heißt, Robert Pattinson da auf dem rechten Fitness-Watch oder was ist das?
Ja, sieht so aus. Es geht hier wieder um... Es geht hier, gehe ich stark von aus, wieder um Rotten Tomatoes Experten-Rating. Rotten Tomatoes. Experten-Rating. Ja. Ich glaube, wir Experte für Twilight eigentlich. Experten-Rating? Oh. Ja, es ist halt so, da gibt es halt, ne, es gibt ja bestimmte Rotten Tomatoes Verified-Accounts und die machen, glaube ich, dann das Rating. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das funktioniert. Und die gucken sich dann auch Twilight. So Industrieleute an. Und sowas wahrscheinlich. Mhm. Ja. Oh, ich musste mit Twilight damals, ich lag im Krankenhaus damals und, warum? Also ein Schädelbar, ich hatte einen Schädelbasisbruch. Oh. Was? Und lag im Krankenhaus. Und wirklich jetzt? Auf dem Fernseher, ich konnte ihn nicht umschalten. Ja, ich. Du warst einfach gefoltert. Ja. Und ich konnte den Fernseher nicht umschalten und ich konnte auch nicht schlafen. Es war irgendwie so 14 Uhr oder so. Früher Nachmittag. Und dann lief einfach Twilight. Und lief einfach die ganze Zeit Twilight auf dem Fernseher. Und so habe ich aus Versehen Twilight geguckt. Als wäre das gerade schon schlimm genug. Ja, aber das kann doch dem Heilungsprozess nicht förderlich sein, wenn du da Twilight gucken musst. Ja, die andere Seite ist auch noch aufgeplatzt dann. Okay. Ich kenne nur den was hast du gemacht? Was passiert? Ich hab so einen Sucker Punch gekriegt auf dem Schulhof. Ehrlich? Was? Ja, ja. Mir hat einfach jemand auf dem Schulhof, so aus dem Nichts, auch jemand, den ich gar nicht kannte, hat mir einfach voll ins Gesicht gebrettert und mir so Jochbein und Schädelbasis und sowas. Das heißt, du hast verloren. Ja, war ja keine Schlägerei. Es war wirklich, jemand kam einfach zu mir und hat mir so ohne Vorwarnung ins Gesicht gebrettert. Das ist kein Scherz. Alter, scheiße. Und dann wurde mein Auge so ganz rot. So wie Wieland. Ich glaube, du weißt ganz genau, warum er es gemacht hat. Ja, Philipp, da hast du doch drauf gewartet. Du Hund. Ich wusste nicht, ob ich mache, aber ich wusste. So. Wir haben alle eingeloggt, hoffentlich. Wenn nicht, dann haben wir Pech gehabt. Aber was wurde eingeloggt? Shit. Oh, ah, da scheiden sich die Geister. Matteo und Henke haben gesagt, ich glaube, das ist die Bait-Frage. Man denkt so eins, aber man denkt halt immer so, der Erste ist auch wahrscheinlich der Bessere, aber ich habe null Plan. Null Plan. Linda. Aber ist im ersten Jacob Philipp schon dabei? Und ihr Christian die, haben gesagt. Nee, ihr habt die Furries vergessen. Wenn die Furries gut bewerten, weil da jetzt die Wölfe drin sind. Ja. So. Ja, die Furries. Also, der ist halt auch echt hot gewesen, muss ich sagen. Siehst du? Ja, seid ihr Team Edward oder Team Jacob? Jacob, safe. Jacob, ja. Der Hund. Der Hund. Team Hund, ja. Linda? Ja, Team Jacob. Edward ist ein bisschen manipulativ. Der ist ein bisschen sass, ne? Der hat sehr viele Red Flags, sagen wir das mal. Das ist so toxisch. Ja, der andere ist ein Wolf, so, das ist keine Red Flag für dich. Nee, ist doch süß, so schön kuschelig und so. Also. Ja, gut. Ein Hund? Ja. Das ist ja auch so, ja, okay, reden wir nicht weiter. Das lassen wir jetzt. Ja, wir gucken mal nach, was richtig ist. Teil 1 oder Teil 2 oder 3 oder was das? Ich bin mir nicht sicher, welcher Teil das genau ist. Weiß nicht. Oh! 29. Bis zum Morgengrauen. New Moon hat er komplett reingeschüttet. Black Scheiße. Adam ist besser als New Moon, Leute. Da habt ihr's. Hä, hey, warte mal, ist Sharknado besser bewertet als New Moon? Ja, das eine war Sharknado ja IMDb. War IMDb, ja. Das war die andere Sache. War der so kacke, der New Aber Black Moon. Adam ist besser bewertet als New Moon. Wow. Und damit geht ein Punkt an Philipp, Linda und mich. Oh, richtig. Schade. Ich war in 9 Schätz. Plus 1. Linda setzt sich kurz mal mit 9 Punkten auf den ersten Platz. Und wir gehen in die nächste Frage rein. Oh nee, Alter. Oscars! Oh nein. Welcher Film hat mehr Oscars? Dune? Hat Dune wirklich Oscars gewonnen? Oder Coda? Was ist Coda? Was ist denn Coda? Ich hab nicht gesehen. Apple Original Film. Ich hab erst gedacht, das ist Apple eine Abkürzung TV. Für irgendwas. Aber so ein Kackfilm. Wisst ihr was, auf dem Poster von Coda steht oben so Winner. Film ja, wollte gerade sagen. Ja, Sundance. Filmfestival-Dingens hier, oder? Sag mal, ist das nicht Julia Roberts? Sieht ein bisschen so aus, aber ist sie, glaube ich, nicht. Nee, oder? Quatsch. Hm. Ich fand die wieder schrecklich. Aber das sieht aus wie eine Mischung aus Julia Roberts und Barbara Streisand. Ja. Ja, jetzt recht. Wo du es sagst, doch so. Ja? Nee, wirklich, ohne Scheiß. Ist gut. Du könntest Super Recognizer werden. Super Recognizer. Ein Profiler. Ja, Coda ist Apple TV Exclusive anscheinend. Ich glaube, Apple TV ist kommt bei uns so gar nicht an, ne? Nee. Überhaupt nicht. Okay, kein Schwanz, der es benutzt. Gibt auch genug Streaming. Ich habe da mal eine Serie geguckt. Da anscheinend auch ein paar gute Serien auf Apple TV, aber die kann halt niemand von uns gucken, so, weil das einfach bei uns überhaupt nicht. Gibt ja auch genug, so Disney Plus und dann gibt's noch hier Netflix und Amazon Prime und keine Ahnung, alles mögliche. Ist zu viel. Ist einfach zu viel. Ah, die Baiten hier, oder? Aber was ist hier der Bait, ist die Frage. Ich weiß nicht was, ich mach's einfach aufs Prinzip. Hat irgendjemand Coda geguckt?
Kennt das? Also hat das. Kann man. Gibt's das überhaupt? Gibt's das? Nee, das ist einfach. Ist einfach das? Nee. Karl hat einfach gefotoshoppt. So einen Film erfunden. Er hat verschmitzt. Ich mach's jetzt so. Ich bin mir gar nicht. Ja, ich scheiß jetzt rein. Okay. Ich habe eingeloggt. Okay. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Bin so eingeloggt. Chats, wenn ihr denkt, Dune hat mehr Oscars gewonnen 2022, dann votet bitte einmal 1 im Chat für Coda die 2. Wenn ihr nicht wisst, was Coda ist, wir auch nicht. Sehr gut. Wir locken ein in 3, 2, 1. Jetzt! Ich will nicht, dass Dunes Oscars gewinnt. Ah. So. 3 Leute, Henke, Linda und ich, wir haben gesagt, Dune. Die anderen beiden Coda. Obwohl ihr nicht wisst, was Coda ist, aber ihr habt gesagt, Dune finde ich nicht gut oder so, keine Ahnung. Nee, der oder ist habt cool, ihr gesagt, Bait oder? Nee, aber ich glaube, Dune hat wahrscheinlich nur so für. So Best Picture oder so? Oder? Ja, weiß so ich nicht. Technik, visuelle Effekte, Sound und sowas wahrscheinlich geworden. Einzig und nicht gut an dem Film war die Mucke, fand ich. Aber auch diese Libellenflugzeuge waren geil. Die haben schon ja, aber die Story, ich mag halt Story. Die Story war so langweilig und dann ist, den geht's los und ist der Film zu Ende. Genau, ich das war noch nie so wütend, Alter. Also, aber du magst Herr der Ringe auch nicht und das war also viel Worldbuilding im ersten Teil. Ja, ne? Ja, aber das ist, als eigenständiger Film ist er dann scheiße, meiner Meinung nach. Ja, das stimmt sagen, schon. Dann muss man den zweiten gucken. Das also, ist für mich ja kein Argument. Also der war nicht scheiße, sondern du hört einfach auf und denkst, ey, ich wollte weitergucken, was soll das? Ja, ich finde, fand ihn auch, ne? Wenn der zweite gut wird, so dann von mir aus, aber der erste an sich. Den fand ich auch nicht so super spannend, muss ich sagen. Ja. Aber hat er mehr Oscars gewonnen als Coda, ist die Frage. Hoffentlich. Und das gucken wir uns eben an. Coda hat halt so viel beim Sundance-Dingens abgeräumt. Ne? Aber Coda ist aber so random. Warum würde man da Coda reinpacken? Und die, ja, die, aber es könnte ja auch ein Bait sein. Vielleicht hat ja einfach jemand gegoogelt Wikipedia und hat gesehen, ah ja, 3 Oscars und 2 so. Mhm. Und ja, so genau, so wird es sein. So wird es sein. Wäre das schon Reverse Bait. Ja, aber da hätte man ja trotzdem was genommen, was mehr als Dune hat. Oder halt weniger. Nee. Vielleicht ist es einfach nicht Coda genommen. Bait. Also ich denke so wie Kutscher hier, das wird Coda sein. Komm. Das gucken wir uns jetzt an. Aber nee, der Chat hat ja auch Dune genommen, die googeln doch. Ach, ja, komm, guck. Coda hat 3 Oscars, Dune hat 6. Ey, es ist halt, ne, so Best Score, Best Picture, was auch immer. Da gibt es ja so viele Dinge, die abseits von der Langeweile, also wenn die Story halt niemand abholt, so viele. Nee, die Story war also Dune sah ja zum Beispiel schon krass aus. Ja, es gab ja, der sah voll krass aus. Doch, gab schon eine Story. Da war dieser eine Typ, der war böse. Genau, und ja, wow. Sand war auch ganz viel. War sehr heiß. Genau. Ja. Gut, wenn das für 6 Oscars reicht, dann mach ich jetzt auch eine Doku über Sandwürmer. Wie viele Fragen kommen noch? Das ist eine gute Frage. Wie viele haben wir gemacht und wie viele kommen noch? So 15 haben wir wahrscheinlich weg oder so. Ne? Ich denke, wir haben nicht ganz die Hälfte, würde ich von ausgehen. Das nicht ist gut, okay. Also, okay. Mal alles. 69. Nee, den Punkt, den gönne ich euch. Ich einfach Prinzip. Ein Drittel. Ein Drittel haben wir jetzt. Genau ein Drittel. Ein Drittel, okay. Unsere Chats, Matteo, haben 100% Trade tatsächlich. Wir haben, unsere Chats haben alle Punkte bisher. Hä, aber da haben wir noch nicht ein Drittel, wenn es 40 Fragen gibt. Es gibt 33. Also, vorhin waren es 40. Ja, dachte ich, aber sind es nicht. Na gut. So, nächste Frage bitte. Meisten Oscar-Nominierungen 2023. Top Gun, Maverick 23 oder Elvis. Gab's die Oscars jetzt? Kommen die jetzt schon bei demnächst wieder? Die sind immer so. Ja, ich glaube, die kommen jetzt bald, oder? März oder nicht? I don't know. Nominierungen. Absolutely terrific. Guckt ihr so Oscars? Mehr Nominierungen. Nee, ich guck Grammys. Das ist auch so richtig wie USA-Ding, oder? Oscar. Ja. Ist halt wann war das, spät, ne? Wann war das mit Will Smith? War das letztes Jahr, wo der eine geschnattert hat? Letztes Jahr, ja. Ja, letztes Jahr. Oh Gott, ja. Sonst? Also ich hab Top Gun gesehen. Ich fand den gut, den Film. Das ist gar nicht, das ist überhaupt nicht meine Art von Film. So. Ja. So richtig America. Ja, aber war auch ein bisschen so funny und nicht so ein bisschen selbstironisch, weißt du, nicht so. Ich kann auch keine Filme mehr mit Tom Cruise gucken. Ja, der ist auch strange, das stimmt schon. Wenn man so Background von dem hört, dann denkt man, ach du Scheiße, was ist denn da los? Aber in Filmen, der kann halt, ja, keine Ahnung. Aber was ist denn hier der Elvis-Bums? War das geil? Kennt ihr den? Geht um Elvis. Nicht gesehen, nicht. Ach so, verstehe. Ja. Krass. Ja, ging es wirklich um Elvis, ja.
Ja. Es geht ja nur um Nominierung. Da muss man einfach überlegen. Nominierung, ja. Ja, okay. Ich will jetzt nicht spoilern, aber. Ja, doch. Ich glaube, Biopics werden immer belohnt, oder? Ja, schon, aber Nominierung ist ja so, weißt du, du kannst ja so in 18 Kategorien nominiert sein, gewinnst dann aber keine. Das stimmt. Ja, das können ja beide. Ja, aber guck mal, es wird bei Elvis nicht so viele Special Effects geben wie bei Top Gun. Wer weiß. Aber bei Elvis aber die Musik. Vielleicht mehr so Musiksachen. Ah, und das, ja, wahrscheinlich. Sounddesign. Ja. Sound. Wir sind davon, lock bitte mal ein. Haben wir schon? Ich glaube, ja. Ich hoffe, ihr habt alle eingeloggt. Und das tun wir jetzt auch. Ja, nehmen alle Elvis, oder? Nee, nicht alle. Baso nicht? Oh nee. Ja, ich bin die Einzige. Linda ist auch Cruise-Fan. Also. Junge Dame entscheidet sich für ihren Lieblingsfilm Top Gun Maverick. Absolut, Tom Cruise. Dreimal im Kino gesehen, in Folge, an einem Tag. Und alle Chats sagen auch Top Gun Maverick. Nee, und damit ist es wahrscheinlich Top Gun Maverick, nein, außer Philips Chat. Ich sag mal, also Elvis war ja auch, also war der so richtig erfolgreich auch? Hat man, Elvis Presley, ob der erfolgreich war? Nee, ich meine, der Film. Der Film. Du Troll. Ich dachte halt irgendwie so, das ist so typisch Amerika. So, das, ja. Da, ja, das ist ich hab so, ich hab so von Bohemian Rhapsody und. Ich denke so, Biopics werden krass belohnt. Und ich glaube nicht, dass Maverick so ein Film ist, der irgendwie krass viele Oscars abkriegt. Genau, aber guck mal, das wird so sein. Elvis wird mehr gewinnen, aber Maverick wird für mehr nominiert sein. Ja, gut. So schätze ich das ein. Weiß ich nicht. Also ich habe von Bohemian Rhapsody und von Rocketman übel viel mitbekommen, aber Elvis ist so komplett an mir vorbeigezogen. Ich kann nicht bekommen, dass same. Das ist überhaupt gar nicht. Ich wusste, dass das ist noch gar nicht draußen in Deutschland, oder? Oder war das schon draußen? Doch, 23 Juni. Ah, okay, okay. Ja, safe. Wo seht ihr das? Ja. Steht da auf dem Bild. Ihr könnt lesen. Ja, ja, so ist es. Ja, gib uns, zieh das Pflaster ab, Flo, komm. Es ist Top Gun Maverick, oder? Es ist Top Gun, ey. Oh, es ist Elvis! Alle Chats! Komplett gehen sie. Crazy. Alle Chats. Nicht alle Chats. Nicht alle Chats. Philips Chat. Der eine. Wow, okay. Ja. Boah, krass. Und damit nicht gedacht. Gleichen wir hier im Score wieder aus. Ja. Wow, Kopf an Kopf. Boah, das kann aber dann bedeuten, dass mein Chat eher der Cheater-Chat ist, ne? Giga-Chat, ja. Sag mal, wie viele Oscars werden, also wie viele Kategorien gibt es eigentlich bei diesen Oscars? Keine Ahnung, so viele, wie man sich halt selbst feiern kann, so. Genau. Verstehe. So viele, dass genug Werbung reinpasst. Es gibt echt viele Kategorien. Genug Show. Aber ich glaube, es werden einfach viele vergeben und letztendlich verliehen. So bei dieser Hauptgala wird doch irgendwie, keine Ahnung. Ah, die werden nicht alle gezeigt, oder was? Ah. Ja, also bei den Grammys ist es auf jeden Fall so, dass nur die Top-Kategorien gezeigt werden. Ja. Gibt schon krass viele, oder? Ja, gibt ja so Bühnenbild, sehr viele. Maske, Make-up. Ja, Screenplay und dann meiste Schauspieler. Das ist ein Oscar? Nein. Wer war mal geil. Größtes Schauspieler und dann der breiteste. Genau. Genau. Und die nächste Frage. Und die nächste Frage, die machen wir jetzt. Das war ein 50-50 schiefgegangen einfach. Welche Auszeichnung gibt es länger? Das ist einfach. Oscars oder Emmys? Weiß ich eher. Warum gibt es eigentlich zwei? Warum reicht nicht eins? Eines für Musik, oder? Eines für Musik. Nee, ja, das ist ja der Grammy. Nee, Grammy ist für Musik. Emmys ist doch. Ich dachte aber genauso. Oder? Ich dachte gerade, Emmys ist hier. Ich hab an Grammys auch gedacht, ja. Nee, scheiße, ist mein Gedankengang falsch. Ich wollte nämlich gerade sagen, logisch gibt es Emmys länger, weil das ist ja Ton und Ton gab es vor Bild. Aber das ist ja nicht Ton, das ist einfach Serien oder so. Scheiße, ich sag. Oh fuck, ist schwer. Wirklich schwer. Da, 50-50. Ich weiß, glaube ich, tatsächlich, wie lang es die Oscars gibt, aber ich weiß nicht, wie lang es die Emmys gibt. Ja. Was hält man so eine Frage in deinem Quiz oder so? Den ersten Oscar. Nee, ich hab mir mal einen Podcast. Ja, das. Aber der war nicht wirklich. Der Brainlag-Folge irgendwann. Der kam aus Norwegen. Ja, das hat, da war ich auch dabei, als das da irgendwann kam. Der hatte deutsche Staatsbürgerschaft, aber der ist geboren, glaube ich, in Österreich oder so oder Schweiz oder sowas. Da wurde ich ganz viele Kommentare. Aber er hatte deutsche Staatsbürgerschaft, also er war Deutscher. Also er ist halt nur nicht in Deutschland geboren.
Das hatten wir bei irgendeinem Quiz mal, diese Frage. Ich bin ja, bei Brainlag. Bei Brainlag kam das mal. Ich sag mal, wie lange gibt es denn Hollywood? Stimmt, da musst du aber auf der Karte nämlich das eintragen, wo der herkommt. Ja, das ist. Genau. Die haben hier so dieser. Wie heißt denn dieses Unternehmen mit dem Löwen gleich nochmal? Lion Cereals. Lionsgate? MGM? Goodwin. Wie ist es gleich nochmal? Wie ist es denn? Ja, Universal, nee, nicht Universal, das andere. MGM, ist MGM, oder? Ist es MGM? Ich hab's gerade nicht im Kopf. Das ist 20th Century Fox. Ja, das mit dem Löwen. Das ist mit dem Löwen. Ist nicht Searchlight. Ist es nicht hier James Bond und so auch? Ja, oder? Ey, jetzt bin ich komplett lost. Aber die haben die, glaube ich, damals irgendwie gegründet, damit die so Gewerkschaften umgehen können. Dafür wurden, glaube ich, die Oscars gegründet. Ja, ja. Oh, lass Streamer-Oscars machen. Absolut. Ich glaube, die wollten einfach Arbeiter aussehen. Hab ich gewonnen. Also, das war tatsächlich so der Ursprung der Oscars. Warte mal. Der Academy. Ja, bester Schuss gewonnen, wisst ihr das? Löwen-Intro. Bester Schuss. Du, bester Schuss. Vorspann. Ja. MGM-Löwe. Ja, MGM. Okay. Metro Goldwyn Mayer heißt das. Ja. Genau. Der Typ hat damals, der hat, glaube ich, die Oscars gegründet oder so, hier die Academy. Dingens. Aber wir locken mal ein. Wir reden viel. Oscars, kann ich ja sagen, die gibt's schon lange. Henke. Oh. Aber die Emmys. Die gibt's noch länger. Das ist die Frage. Ich habe keine Ahnung, wie lange es die Emmys gibt. Mit der Erklärung, die du gebracht hast, müssen Chats. Die Oscars ja die ersten sein, weil sonst hätte man ja mit den Emmys die Gewerkschaft umgehen können. Oder was? Ich schon. Das ist eine gute Frage. Ich glaube nicht, dass die Emmys was mit Hollywood zu tun haben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Emmys lange gibt. Kann mir nicht vorstellen. Ich glaube, es gab einfach keine Serien. Ja. Es gab erst Filme. Wofür hätte es die Emmys geben sollen? So? Alle Chats haben Oscars gesagt. Jeder außer Henke hat Oscars gesagt. Die gibt's so, Oscars gibt's schon irgendwie seit 1920, 1930, sowas die Richtung. 1918. Also schon echt lange. Schon echt lange. Und die Lösung, die würde mich jetzt auch interessieren, die gucken wir uns mal an. Ja. Aha! 1929 und die Emmys seit 1949, deutlich später, wird verschenkt. Nur Henke einen Punkt, der Rest kriegt einen. Ich take den L. Und wir nehmen den offensichtlichen Punkt. Henke auf den Bait reingefallen. Aber gab ja einfach keine Serien damals. Nicht so früh wie Film. Die Emmys sind nur für Serien, ja? Ich glaube, ja, oder? Glaube. Ich bin tatsächlich. Wenn Oscars dann nur für Filme sind, dann macht es ja sogar Sinn, dass es zwei gibt. Ich bin tatsächlich vier, fünf Mal bei der Entscheidung hin und her geswitcht. Ich war mir nicht sicher. Ja, Emmy ist quasi die Television Academy. Okay. Ja, aber Television kann ja auch Film sein, oder? Wird bestimmt auch Filmkategorien geben, aber es wird das meiste Serien. Keine Ahnung. Aber was war da Golden Globe nochmal? Was ist ein Golden Globe nochmal? Golden Globe? Das ist auch so. Einfach eine andere Auszeichnung, oder? Wie viele Preise gibt es denn eigentlich, Alter? Genug auf jeden Fall. Genug. Und es gibt genug Fragen. Wir gehen in die nächste rein. Bitte. Ja. Bestimmt nochmal Oscars, oder? Die meisten Nominierungen insgesamt. Denzel Washington. Ich glaube, da bin ich safe. Da bin ich safe. Ich glaube, ich bin auch safe. Ich glaube. Ich glaube, ich bin nicht safe. Doch, ich weiß es genau. Du weißt es genau? Ich kann dir sogar die Zahlen von beiden sagen. Ich bin so in der Materie drin. Okay, das war. Jetzt werde ich dich gleich abfragen. Wenn du die nicht beide richtig hast, kriegst du keinen Punkt, ja? Nein. Okay, dann nicht. Ja, lockt mal alle ein, Chats. Eins für Denzel Washington, bitte. Zwei für Meryl Streep. Wäre ganz cool, wenn ihr alle abstimmt, damit die überschrieben werden, die alten Votes. Ich glaube, die eine Person hat sogar noch nie einen abkassiert. Hat er nicht letztens seinen ersten gewonnen oder so? Drei. Also ganz. Geht doch um Nominierungen, ne? Eins. Mhm. Jetzt. So Side-Fact. Meryl Streep ist immer nominiert, seit es Filme gibt. Ich meine, Meryl Streep hat sogar schon irgendwie 3, 4 oder so. Ja, ja, safe. Und sie ist, glaube ich, immer nominiert, für immer wenn sie einen Film macht. Einfach so Default. Da sagt Meryl er, ja. Meryl Streep. Alle haben Meryl Streep genommen. Mhm. Ja, so ein Gesicht, das sich viel mehr
mit verbinde als Denzel Washington. Aber ich habe ehrlich gesagt überhaupt keinen Plan, weil ich Oscars ja auch nicht gucke. Ne? Ich verfolge das gar nicht. Ich habe geraten. Denzel Washington? Dancing Washington, kennt ihr das nicht? Nö. Nee. Das ist so ein Hessen-Ding. Okay, alles klar. Ist egal. Aber der macht da eigentlich, der hat mega viele geile Filme. Das ist eigentlich fucking geiler Schauspieler. Kenn ich einen. Training Day. Keine Ahnung. Oder hier. Ich kenne immer noch keinen. Okay. Ihr kennt keinen Denzel. Also ich kenne den Namen, aber ich wüsste nicht, in welchem wir mitspielen. Hä? Ich hab's Gesicht schon mal gesehen, aber. War das nicht in diesem. So ein Generationending oder was? Bin ich jetzt hier komplett out of. War das nicht in diesem einen Ding mit Jim Carrey, wo Jim Carrey Gott ist? Nein. War da nicht auch Denzel Washington? Nein! Oh, hör auf. Scheiße. Ey, könnt ihr mal bitte alle Denzel Washington-Filme nachholen? Ja, lustig. Ja, wenn du mir sagst, welchen der mitspielt, außer einen. Training der bei Star Wars Days. Sehr, nein, dann hier. Pokémon. Der eine und dann der Equalizer. Dann hier noch. Sagt mir auch nichts. Ich steh voll auf Equalizer Schlauch. Auch gar nicht gut. Du musst auch gar nicht gucken. Warte, hier. Der hat so ganz viele so geile Filme gemacht. Bone Collector. Nee. Und ob er mit Bone Collector genug Nominierungen gekriegt hat? Gucken wir mal nach, ja, Matteo? Ja, okay. Denkst du? Naja, denkst du nicht. Sonst ist ja nee, denke ich nicht. Meryl Streep. Oh, aber der Chat ist ja lost. Der Chat ist komplett verloren. Nee, ich glaube, Chat hat mittlerweile, also ich weiß nicht, wie es genau ist, Chat hat mittlerweile das Problem, dass wir ein bisschen geändert haben. Wir haben Chat-Votes sind so eingestellt, dass Leute immer wieder ihren Vote überschreiben müssen und der nicht jedes Mal resettet wird. Sprich, wenn Leute beim Anfang mal gewotet haben. So, deswegen, der ist jetzt noch da, aber der Chat-Vote wird nicht mehr super akkurat sein, leider. Ja. Das müssen wir bis zum nächsten Mal fixen. Hat da Glück gehabt, Chat. Ja, Chats, empfehlt dir mal bitte ein paar Denzel Washington-Filme. Das ich suche jetzt selber Denzel Washington. Aber wir haben alle recht. Ja, ist doch cool. Nice. Eigentlich. Guck mal bitte Training Day einfach. Das heißt, Matteo hat doch Unrecht und wir brauchen die Filme Training von dem nicht Day. Gucken, ne? Doch, ihr guckt die, die sind fucking geil, Mann. Man under Fire. Philadelphia. Klar. Philadelphia. Das so was zu essen, ne? Book of Eli sagt mir was. Der sag mal, ich raste hier gleich Book of Eli. Das ist Frischkäse. Nee, Book of Eli müsst ihr nicht gucken. Frischkäse? Ja, Philadelphia. Ach so, ich glaube, diesen Zeitreisefilm mit ihm, der war auch geil. Wie hieß denn dieser Zeitreisefilm? Zurück in die Zukunft. Déjà-vu war das, glaube ich, oder? Oh, ja, keine Ahnung. Klingt so wie ein Zeitreisefilm. Ja, ja, ja. Mann, ey, saugeiler Schauspieler. Denzel Washington. Das ist krass. Was sind so eure Schauspieler, die ihr cool findet? Jude Law. Jude Law. Martin Garrix. Till Schweiger. Ja. Oh. Till Schweiger. Mein Beiler. Jürgen Schweiger. Ich finde hier, wie heißt der? Jürgen von der Lippe. wie heißt der scheiß Schauspieler? Hier ist Sami Malek, finde ich sehr geil. Rami Malek. Oh. Ah, ja. Von Mr. Robot, Dr. oder Robot. Was? Mr. Ja. Robot, ja. Mr. Robot ist die beste Serie, die es jemals geben wird. Der ist echt gut. Aber ja, bleibt Mr. Robot gut? Ich habe nur so die ersten, ich weiß nicht, es war nicht genau. Die erste ist genial, die zweite ist ein bisschen schwächer, dritte wird besser und vierte, also ich glaube die Finale, ist das geilste Finale überhaupt. Echt? Okay, muss ich vielleicht mal rein. Ich habe glaube ich nur die ersten zwei oder drei gesehen. Genau, ich bin auch mal eingeschlafen bei der zweiten dann. Es wird zwischendurch ein bisschen schwächer und ich glaube, da hat sie mich irgendwann mal verloren. Aber erste Staffel kann man sich halt auch voll rewatchen. Ist halt einfach geil. Okay, wir gehen in die nächste Frage. Geil. Mehr Emmys? Oh! Breaking Bad oder Sopranos? Was ist denn der Sopranos? Aber Sopranos wird in so vielen Serien immer so singen zu tun? Matteo, bist du sauer? Das ist ja unglaublich. Sopranos ist echt nicht. Eine der erfolgreichsten Serien, glaube ich. Da gibt es auch so viele Anspielungen in vielen Serien immer drauf. Ich habe die auch noch nie geguckt. Krass. Ja. Ich habe die, glaube ich, so. Breaking Bad, Sopranos und The Wire sind, glaube ich, so. Genau, das sind die drei. Aber ich glaube, Sopranos und The Wire sind so eher USA mir noch bekannter als hier. Ja, ja, schon. Oder? Ja, aber Sopranos, das Problem, wenn man anfängt, die zu gucken, muss man im 4:3 anfangen. Und dann wird es später erst 16:9 Bildformat. Oh. Ein bisschen schwierig. Das ist bei Scrubs genauso. Bei Scrubs ist aber geil, weil ich finde die 4:3 Folgen viel geiler. Ah, okay. Oh, Junge. Ja, das ist echt hart, ey. Mehr Emmys. Ja. Bin mir sicher. Jesus. Boah.
Boah, das ist hart, ey. Ich meine, wie viele Staffeln hatten so Sopranos? Das würdest du jetzt gerne wissen, ne? Ja, deswegen frage ich jetzt. Sag ich gerade. Deswegen stelle ich die Frage laut. Weiß nicht, ob jemand von euch noch flippt, aber lockt mal bitte in den nächsten Sekunden ein. Mag nicht flippen. Sehr gut. Und wir gucken mal, was ihr geantwortet habt. Jetzt. Matteo und Vlesk haben gesagt Sopranos. Alle anderen haben gesagt Breaking Bad. Matteo, warum? Also, bei mir war es wirklich Coinflip, weil die beide wahrscheinlich super viele Emmys gewonnen haben. Aber ich dachte, vielleicht, weil Sopranos älter ist, gab es nicht so viele krasse Serien als Konkurrenz und deswegen hat es immer abgeräumt. Und bei Breaking Bad auch saugeil, aber dann gab es dann vielleicht schon mehr Konkurrenz, keine Ahnung. Genau das ist auch mein Gedankengang. Sopranos ist früher dran und Breaking Bad hat sich so Spotlight mit sehr vielen anderen krassen Serien geteilt, aber war trotzdem so weit über allem. Ich glaube, es ist Breaking Bad. Beides. Aber ich weiß es nicht. Das haben die anderen drei ja gesagt. Ich meine, Breaking Bad hat richtig krass abgeräumt bei Emmys. Ja, auf immer. Jeden Fall. Die haben beide Serien haben krass abgeräumt, aber. Ich denke auch. Shit, ey. Linda, du kennst Sopranos nicht, sprich, du bist eh raus wahrscheinlich, oder? Und ja, Philipp? Ich habe aber das genommen, was ich kenne. Ja. Ich habe Sopranos auch nicht geguckt. Okay. Ja, ich auch nicht. Ich kenn's, aber ich habe es nicht geguckt. Ich kenn's auch, aber... Ja. Ich habe mir aber auch schon lange vorgenommen, dass ich irgendwann noch Wire gucke. So. Ja. Aber her wollte ich auch mal gucken. The Wire hänge ich gerade drin. Da bin ich gerade dabei, aber auch... Das hat ihr so, bei der LEC hier, Shox, die hat immer gesagt, ihr müsst The Wire gucken. Und hat immer gesagt, wenn jemand gesagt hat, die Serie ist gut, hat sie gesagt, hast du The Wire geguckt? Und wenn man gesagt hat, nein, hat sie gesagt, musst erst The Wire gucken, sonst kannst du gar nicht bewerten. So. Das kannst du nicht mit mir reden. Ja, sonst ist deine Meinung invalid. Quasi. Ja, dann guck ich aber mal gucken, wie viele Emmys haben die beiden gewonnen? Ich weiß es nicht. Was hat Chat eigentlich gesagt? Was hat Chat gesagt? Oh ja, geil. 21. Geil. Ja, ich glaube, Chat sagt Sopranos. Mein Chat hat wieder reingeschissen, ehrlich. Mit 21 Emmys. 5 mehr als Breaking Bad. Und beide haben sehr hart abgeräumt, ne? 16 zu 21. Und damit holen wir uns die Punkte. Das ist auch frech. Wichtig. Wichtige Punkte. Die auf den Kopf kauen im Endeffekt. Ja, nicht. Auch. Ja. Bonk. Wie gesagt, Chatwort ist ein bisschen scuffed, so deswegen, ich glaube, den haben wir so ein bisschen verloren. Ich weiß nicht, wie das genau aussieht. Müssen wir die nächsten Fragen drauf gucken. Aber votet trotzdem gerne noch im Chat ab, dann gucken wir, ob ihr nochmal überhaupt rüber swappen könnt zum B-Vote. Oder ob ihr jetzt bei A gefangen seid. Wir gehen mal zur nächsten Frage. Gucken wir rein. Mehr Auszeichnungen insgesamt. Ist es wieder Emmys? Riverdale insgesamt? Oder Squid Game? Boah, Riverdale hat auch eine ganz schwere Geschichte mit, Alter. Boah. Also, wenn Riverdale wirklich Auszeichnung bekommt, dann ist das eine Frechheit. Riverdale wurde mir mal von Chantao empfohlen. Und dann habe ich mir die erste Staffel angeguckt. Ich dachte mir, was ist mit dem Jungen falsch? Der meinte das aber ernst. Ja, aber das ist ja dein Fehler, dass du auf Chantao hörst und dann was guckst, was der empfiehlt, oder? Ja, aber der meinte das legit ernst. Ich fand die erste Staffel sogar noch relativ annehmbar, danach wurde es völlig... Läuft das eigentlich noch? Das wurde immer komplett abgespaced, habe ich gehört. So, ich spezifiziere das Ganze, es geht hier nicht um Emmys, es geht allgemein um Auszeichnungen. Mhm. Ja, gut. Ja, also da bin ich mir recht sicher. Gibt es nicht auch für schlechte Serien Auszeichnungen, oder welche nicht so sicher? Dann? Ja, es gibt die Goldene Himbeere oder wie die heißt, oder? Aber es gibt nur eine, glaube ich. Oder? Ja, aber Auszeichnungen, guck mal, zum Beispiel Riverdale, weiß gar nicht, wie das in den asiatischen Raum vorgedrungen ist. Und Squid Game ist ja da voll der Knaller gewesen. Ja, ist sehr viel Teamwork gerade, aber ich schließe mich ja an. Riverdale, erste Staffel kann man sich angucken. Danach wird's hot garbage. Und danach ging's richtig. Es gibt so Leute, die gucken das dann weiter, ne? Weil die dann einfach, die bestrafen sich selbst dann. Die sagen, jetzt habe ich das angefangen, jetzt zieh ich das durch. Aber das ist einfach nur noch Selbstgeiselung, wenn man da weiterguckt. Riverdale ist echt eine der schlechtesten Serien, die ich jemals gesehen habe, glaube ich. Ja. Und mit dem locken wir jetzt mal ein, mal gucken, was alle gesagt haben, aber ich glaube, das ist sehr geil. Ich glaube, bei Riverdale liegt es nicht mal unbedingt an den Schauspielern, sondern einfach, weil der Plot so beknackt ist.
Ja, ich glaube, die Schauspieler sind der einzige Grund, warum das überhaupt noch geguckt wird. Ja, 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 ja. Zack und Cody dabei. Ich weiß ja, und nicht, der ist sogar Cody wirklich ist cool. Ja. Ich glaube, das ist... Oh Gott, wie hieß denn der? Ist es nicht Dylan Sprouse? Ich habe keine Ahnung. Ja, und hier... Wer ist der andere? Tom? Nee. Ja, ja, da ist Thomas. Martin. Tom, ja, keine Ahnung. Schauspielleistung ist es nicht, aber das Writing ist halt super bad. Boah, super bad. Das wirklich. Das ist wirklich eine bodenlose Frechheit, diese Serie. Ja. Absolut. Betrug. Ja. Einfach geklaute Leben. Da hat jemand Geld mit verdient. So. Das finde ich krass. Das finde ich echt krass. Ja, wie Dune hat auch Oscars gewonnen. Ne? Mich wundert nichts mehr. Kutscher so sauer. Okay, wir haben mal eingeloggt. Ich konnte das nicht fassen, als ich das geguckt habe. Ich dachte halt, irgendwann wird's gut so. Und wir gucken mal, ob wir alle recht haben. Es ist relativ knapp. Ich weiß, ja, was hat Riverdale knapp denn gewonnen? 36 Sachen gewonnen, Alter. Ja. Wofür? Das ist relativ knapp. Aber es ist halt in dem Moment, wenn es so ein bisschen Mainstream hittet, ne? Krass. Wird das dann wahrscheinlich oft nominiert. Squid Game hat allerdings mehr abgeräumt. 46 Wins. Ist eigentlich auch bald mal weiter, ey. Ich hab Bock. Damit kriegen wir alle einen Punkt. Squid Game, ja, soll ja eine neue Staffel so kommen, oder? Ja, ich glaube nächstes Jahr. Das Ende ist ja so offen, da muss ja jemand Neues kommen. Ja, Squid Game war schon aber auch so ein krasses Phänomen. Ja. Auf einmal haben auch alle Streamer auf einmal Squid Games gespielt. Crab Game, ja. Crab Game. Funny. Das war so witzig, auf einmal da so Riesenlobbys entstanden sind. Übel. Ja. Ist ja im Endeffekt nichts anderes als hier Fall Guys, oder nicht? Ja, schon, aber Castle halt, und sowas. Aber ja, halt irgendwie richtig anders. Trashig. Ja, ja, aber es war geil, was so trashig ja, war. Übel. Ich fand's lustig, ja, das war richtig lustig, glaube ich. So. Hab das nie gespielt. Henke, hast du das mal verpasst. Noch mal hättest du mal mitspielen müssen. Ja. Das war, da waren auch so ganz wilde Crossovers. Für mich nochmal alle nochmal neu anfangen. Ja. So, nächste Frage bitte. Oh, what? Mehr Spotify-Streams. Time. Oh. Ja, von Hans Zimmer oder He's the Pirate von Klaus Badelt. Hundertprozentig. Ja, ganz klar. Hm. Da muss ich sagen, bin ich komplett raus. Man kann es so abschätzen, aber manchmal gibt es so ein Phänomen und irgendwas, was man gar nicht bedenkt, gar nicht bedacht hat. Also ich bin mir 1000%ig sicher. Also der Pirates of the Caribbean Soundtrack, der slappt schon, der hat ein paar coole Songs dabei. Ja, aber Hans Zimmer, ja, hallo? So also Time, Hans Zimmer ist halt also ja, aber Hans Zimmer ist Hans Zimmer, ja schon klar, aber trotzdem. So aber gerade dieser Song, Time, Hans Zimmer, das ist legit der erfolgreichste Golf von ihm. Wie lange gibt's die Filme schon, ist die Frage, die Filmmusik, ne? Das geht aber Spotify, okay, ist ja geil, wie lange es die gibt. Spotify gibt es auch schon relativ lang. Spotify gibt es so länger als Inception, oder nicht? Inception ist 2009 rausgekommen. Ja, Spotify. Ich glaube, es war doch relativ alles zur selben Zeit, oder ne? 2009 ist, glaube ich, Inception. Oder 2008. Nee, 2009. Also, die Pirates of the Caribbean kam doch irgendwie so um 2000 herum, oder? Nee, ich glaube, 2005, 2006? Ja, sowas, oder? Dachte ich auch. Weiß nicht. Aber glaube ich nicht relativ früh, so 2003, 2004? Ich weiß es gar nicht mehr. Aber ihr habt hoffentlich alle eingeloggt. Ja, ich ändere nochmal. Ich habe auch geändert übrigens. Aber hat Tanzzimmer nicht auch Musik für Fluch der Karibik gemacht, irgendwas? Ja. Ich glaub, ey, wir waren bei Hans Zimmer, Philipp, und da hat er doch Fluch der Karibik irgendwas gespielt. Da hat er doch sogar das gespielt, oder nicht, hieße Pirate? Ja. Das ist, glaube ich, featuring Hans Zimmer. Der ist ja, ich glaube auch, dass der dabei ist, weil wir haben das ja gehört. Bei uns war das... Hans Zimmer hat die Hook gemacht. Bei uns nicht, ne, Linda? Ja, und bei Time kam dann Hans Zimmer sogar auf die Bühne. Das war einfach ein Erlebnis, du. Mit seiner Gitarre, ey. Ja, aus dem Nichts. Was? Ja, da war ich so ein Orchester ohne Hans Zimmer und dann kam der als Überraschungsgast. Oh. Von seinem eigenen. Und da hab ich einen Song aus Interstellar gespielt, da bin ich heute noch sauer. Da war er richtig sauer, der Philipp. Ja, da war richtig sauer. Erfindet ihr das gerade alles, oder? Nein, ich war mit Les 2018 war bei Hans Zimmer. Ah ja, klar. Ja. Wirklich? Ich gibt sogar Fotos. Klar. Ja. Ja. Das stimmt. Okay. Show me. Ja, bei König der Löwen haben wir haben, also wir haben alle angelockt. Und Matteo geht hier für den Oddball und sagt, he's a pirate. Ich denke mir aber auch, das könnte sein, weil so... Mein Gedanke ist, es gibt mehr Anlässe, um dieses Spiel... Ja, das hätte ich auch gedacht. Weil Hans Zimmer ist fucking geil und dieser Time ist... So könnte ich die ganze Zeit hören, aber
dieses Pirate ist so, komm, Karneval, ich bin Pirat, lass mal spielen. Ja, ja, denke ich, das habe ich mir auch gedacht. Das habe ich mir auch gedacht. Aber Inception ist schon crazy, der Soundtrack. Ja. Ich habe das Gefühl, dass es mehr so das ist, was Leute hören, wenn die einfach so Spotify aufmachen und das in irgendeine Playlist reinpacken. Es ist einfacher, eine Playlist Time reinzumachen, als dieser Pirate, finde ich so, weißt du? Ja, Time höre ich auch, würde ich auch lieber hören, aber ich habe gedacht, irgendwie, ja, keine Ahnung. Sag mal, ja. Ich verstehe deinen Gedanken so ein bisschen. Aber ist es auch die richtige Antwort? Das sehen wir jetzt. Ja, nee. Oh, nee. Scheiße. Das ist nicht mal knapp. Dieser Pirate hat die Hälfte. Fuck. Das ist geil. Ich dachte, viel mehr ist irgendwie gar nicht so viel, oder? Abgerutscht. Das war's. Vorbei. Ja. Vorbei. Ich hatte gedacht, dass Time Millionen mehr hat. 274. Ja, ich finde das. Er hat auch so gedacht, viel. Dass es mehr. Das geht echt. Ach, ja. Du Kacke. Ja, da verschenkt er einen Punkt. Ja, das war's. Und wir gehen weiter. Das war's. Der Hans Zimmer ist auch ein Baller, Alter. Ja, der kann was. Welcher Stranger Things Song hat mehr Streams? Easy. Auch Master safe. Of Puppets oder Running Up That Hill? Weiß ich. Ich hab zwei Theorien, die muss ich gleich mal darlegen. Tu's? Nee, mach ich das, wenn ihr alle eingeloggt habt. Hast recht. Ja, weißt du, ist ja smart. Ich bin ja ein Fuchs vom Sternzeichen. Ein Schlauschlumpf. Das kann man, das ist jetzt aber unabhängig eigentlich von Stranger Things. Ne? Einfach nur, welche von den beiden hat mehr, oder? Ja, aber es sind halt beide Songs, die in Stranger Things vorkommen sind anscheinend. Ja. Ist so ein bisschen, so, da ist so eine Brücke geschlagen worden. Kann mal das jemand summen? Ich weiß nicht mehr, wie das. Nee, das andere, das kenne ich. Das andere. Also, das andere? Das kenne ich nicht. It's called Bröki. Master of Puppets oder Running Up That Hill? Ich geb gleich einen Safe-Call, warum es das eine sein muss. Ja, dann locken wir mal ein und dann gibt Warte. Den Safe-Call. Scheiße, Mann. Das ist schon schwer, weil ich Matteo, lock ein in 3, 2, 1. Also, ohne Stranger Things hätte Metallica, hat ja eine riesige Base gehabt an Streams schon wahrscheinlich. Ja. Und der Song, wie Baso auch jetzt schon, durch Stranger Things hat nicht so einen Push gekriegt so. Aber Kate Bush, Alter, da sehen die Streams komplett explodiert vor allem, sein. Vor allem TikTok, wichtig. TikTok war auch genau das, woran ich gedacht habe. Ja. Übel. Also 100% Master of Puppets ist kein TikTok-Sound so, aber, na, und das ist, ich finde es so krass, wie brutal viele Streams manche Songs auf Spotify machen. Nur weil das so ein TikTok-Sound wird. Ja, das ist insane. Das ist komplett TikTok insane. Hat so viele Leute einfach so zu One Hit Wonder gemacht. Jetzt pass auf, jetzt ist Metallica. It's Korn! Ja. Nein, es ist nicht, wir haben alle recht. 891 Millionen, viel mehr als Time. Ich würde aber mal interessieren, wie der Zuwachs nach Stranger Things bei beiden war. Mhm. Ja, das wäre interessant. Ich glaube, ordentlich. Das interessant. Ja. Aber den Punkt haben wir uns nicht stehlen lassen. Gehen zur nächsten Frage. Ja. Beliebteres Serienintro nach Spotify. Boah, ich kenne das linke nicht. Was kenn ist das denn? Linke das, auch das, ist richtig, das ist echt geil. Das gucke ich gerade. White Lotus ist richtig cool. Kannst du mal singen? The White Lotus. Das ist vom, pass auf, White Lotus ist vom selben Typen, der auch School of Rock gemacht hat. Keine Ahnung. Kennt. Kannst mit du mal Jack das Black. Intro singen, Henke? Ich hab erst zwei Folgen gesehen, ich weiß nicht, wie das so cool ist. Aber die ersten zwei Folgen sind sehr, sehr cool. Aber bei How I Met Your Mother hört sich doch auch keiner das Intro an. So. Vor allem ist dieses. Der Part aus dem Intro ist ja völlig anders als der Song. Das ist. Ja, also. Das stimmt. Aber hier, White Lotus, was ist das für ein Genre? Also, was ist Drama oder ist das? Comedy. Comedy? Ja, so komödiemäßig. Ja, okay. So komödiemäßig, ja. Wie alt ist denn die Serie? Die ist ganz neu. Ist ganz neu jetzt. Gerade ist rausgekommen. Diese Woche empfohlen, da haben voll viele geschrieben, ja, guck mal, White Lotus, ich hab davon noch nie was gehört. Ich glaube sogar legit kam 23 erst raus, also gibt's erst seit kurzem. Krass. Oder wenn, dann Ende 22. HBO läuft die, okay. Läuft die bei Sky oder wo? Nee, ja, genau. Also dieses Wow-Ding. Ja. Wow. Weißt du, jetzt irgendwie. Ey, da guck ich am Wochenende vielleicht mal rein. So, lock mal alle ein. How I Met Your Mother ist auch krass schlecht gealtert. Ich hab's nochmal versucht nachzugucken. Boah. Hat mich gar nicht abgeholt, also gar nicht. Früher fand ich es richtig geil. Vom Humor her oder was? Ja. Also ich fand es früher richtig witzig, weil als es lief. Und dann habe ich jetzt vor einem Jahr oder zwei
dachte ich so, ja, zum Laufen lassen, so nebenbei, so wie Scrubs oder Friends mache ich oft. Dann dachte ich so, krass, ist gar nicht mehr mein Ding. Ich finde es immer noch nice, aber ich finde so die Wortwahl teilweise krass. Auch bei Scrubs, die haben das Rewatch, Alter, die droppen so kranke Wörter teilweise, so beleidigende. Ja, ja. Es ist ja, wirklich heftig. Ja. Weil sogar sowas halt Queens und so über auch, ja. 10, 20 Jahre einfach krass ändert und damals war das halt kein Problem. Ja. So, ne? Ja. Aber sowas, das was du sagst, Matteo, so, ich gucke das mittlerweile nur noch, weil ich nicht mehr darauf achten muss, wenn ich es gucke. Also ich kann das voll meinen Kopf ausschalten. Fürs Gefühl weil, einfach, genau. Genau, ist einfach nur so. Ja, ja. Mein Hirn kann also komplett abschalten, weil ich nicht auf die Handlung achten muss. Ja. Aber so darauf achten kann, dass ich an nichts mehr denke. Das ist voll krass. Ja, ja, ja. Übel meditativ. Ich habe auch bei How I Met Your Mother nie das Ende gesehen. Was? Ich find's geil, das Ende. Okay, ich spoiler dich. Ich spoiler dich jetzt. Ich auch. Tu's? Nee, ja, ich hab's vergessen. Ich hab's vergessen, das Ende. Das trifft die vergessen. Mutter. Ja. Ah, die Mutter ist Robin. Ja, ja, genau. Ja. Wirklich? Ja, das ist ja dann der Doppeltwist. Man denkt erst nicht die Mutter. Wirklich? Und dann ist er ist in Wirklichkeit Robin. Die Mutter. Weil er ist eine Staffel lang denkt man, ist die Tante, weil die dann so, ja, Aunt Robin, sagen die ganze Zeit. Und dann irgendwann. Aunt Ameise. Sind die Aunt, genau, und dann sagen die es. Ant-Man. Robin ist meine Ameise, Ameise, Leute. Ist eure Mutter, genau, ja. Und Ted ist. Und dann sind die Kinder auch so kleine Ameisen. Die sind dann so. Das Wohnzimmer ist so ganz klein, das sieht man dann später erst. Ja. Beide werden zu Avengern. Okay, ja, dann. So, aber bevor wir jetzt euch alle langweilen, wir haben alle eingeloggt. Gucken mal, was wir eingeloggt haben. Zwei Leute haben gesagt: Mist, oder? The White Lotus. Das also waren es gibt doch niemanden, Linda und Philipp. Also, erstmal ist der Song von Mad Your Mother bis auf dieses ba-ba-ba-ba-ba-ba übel kacke. Aber es gibt doch niemanden, der sich das anhört so. Also, ich glaube, bei dem anderen, wenn das neu ist, wird der Song ja nicht extra für die Serie gemacht worden sein, sondern schon ein Banger-Song gewesen sein, wahrscheinlich, den sie genommen haben. Christobal Theorie. Ja, maybe. Vielleicht. Ich dachte mir, was ist, wenn das irgendein Indie-Song ist, so, na, der dazu passt. Und oft ist es ja bei Serien so, dass die nicht irgendeinen Song nehmen, den jeder kennt, sondern einen, den niemand kennt, damit man keine Verbindung dazu hat, so, weißt du? Ja, damit aber, man die so neu machen kann. Ja, aber der Song von How I Met Your Mother ist ja ein Indie-Song gut. auch. So, der ist ja, aber so von den Machern. Also, deren Band hat den, glaube ich, sogar gemacht. Aber die kennt man ja dann wahrscheinlich schon ein bisschen länger, oder nicht? Ja, aber der Song ist echt nicht gut. Also, hör dir den mal an. Nee. Na gut. Nee. Aber ich höre mir die Lösung an, Philipp. Ja, ihr habt wahrscheinlich nicht. Die Lösung höre ich mir an. Ja, ah! Guck mal, nee. Der hat nur 2,9 Millionen Streams. Das ist ja nichts. Ich hab einfach nur geraten. Ihr müsst euch vorstellen, Hau Mädchen hat nur 2,9 Millionen Streams. Das ist nichts. Ja. Oh, das überrascht mich krass tatsächlich. Ja. Hey, das ist ja, also guck mal, wie lange es das schon so, gibt. Das ist ein Witz, weil der Song ist wirklich nicht gut aus. Also mehr crazy. Leute haben den Bon Jovi Stream geguckt, glaube ich, als Leute How I Met Your Mother Intro angehört haben. Das ist mein Erfolg ist, dass Song auf Spotify hat fast so viel. What the fuck? Ja, nicht ganz. Bulettenfett, wie viel hat Bulettenfett? Nee, Augen auf hat, glaube ich, 1,6 Millionen insgesamt. Ja, das ist krass, ey. Augen auf hat fast mehr Streams als How I Met Your Mother. Was ist Bulettenfett? Bulettenfett war mein allererster Song, den ich mir gemacht habe. Bulettenfett ist echt. Was ist dein Name, Digga? Ja, da Bulettenfett. Ja, den Punkt geben wir ab. Linda und Philipp, die geben nichts ab. Die schnabulieren sich den Punkt. Und Linda zieht wieder mit mir auf den ersten Platz. Shit. Mir wird dieses Wort niemals aus dem Kopf gehen heute. Ja. Wie viele Fragen haben wir jetzt insgesamt gemacht? Von wie vielen? Also wir sind irgendwie bei 20 so? Oder so, oder? Ich denke mal, ich sag 18 oder 19. Nee, weil wir haben ja 16. Mehr. Also wir haben ja nicht 23. Ah nee, der Chat zählt ja nicht mehr mit. Ich bin dumm. Ja, Chat zählt nicht mehr mit. Also bei 21. Oh, 19. Sprich, na? Ey, da sind wir schon alle sehr gut dabei. Ja, ja, wir haben gleich die Hälfte. Ja? Also, wir haben schon über die Hälfte. Nein, das meine ich nicht. Sondern du hast schon die Hälfte der Punkte fast. Ach so, ja, das stimmt. Ja. Aber wir alle fast, ne? Crazy. Wir gehen hier nicht unter 50 raus. Aber jetzt gucken wir uns erstmal die nächste Frage an. Mehr YouTube-Aufrufe. Der House of the Dragon Trailer oder der The Lord of the Rings, Rings of Power Trailer? Das ist eine brutale Frage. Ich habe aber hab eine Theorie, die, glaube ich, richtig ist. Der Trailer. Fuck. Boah. Das finde ich wirklich schwer, weil das ist eine krasse Frage. Das ist sehr parallel passiert alles. Ich habe eine krasse Theorie. Ich habe auch eine krasse Theorie. Ich habe keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich weiß auf jeden Fall, was ich besser finde.
Ja, das ist glaube ich sehr einfach. Nicht gefragt. Das ist einfach. Ey. Voll schade, dass House of the Dragon erst 2024 weitergeht, ne? Ja, wenn die Jahre genauso gut wird wie die erste Staffel, dann ist mir das recht. Hm, die haben gesagt, die machen 2 Jahre Pause damit. Ne, damit ja, ja, machen ja viele Serien mittlerweile, ne? Ja, also wie seit Corona macht das fast jede Serie. Ist doch geil, weil dann kann man nach 2 Jahren erstmal wieder rewatchen die erste Staffel und dann die zweite. Ja, aber es ist aber auch irgendwie scheiße, weil dann guckst du das eine Woche lang und das ist wieder vorbei. Jo. Ich habe auch viel Hate auf das Lord of the Rings Ding gesehen. Ja, so, wir locken mal ein, bevor wir uns jetzt alle belabern. Wir haben hoffentlich schon gewählt. Shit, das ist schwierig, ey. Ja. Und es geht hier um, na, aber das ist ja offensichtlich auf die YouTube-Aufrufe, auf den Trailern der jeweiligen Kanäle, also HBO und Prime Video. Alle haben eingeloggt? Ja. Gib ihm. Dann gucken wir. Show me. Ah, oh, okay, krass. Ich bin der Einzige. Okay, dann will ich meine Theorie sagen. Meine Theorie war genau andersrum. Also, Herr der Ringe ist natürlich huge vom Fandom, so. Ja. Aber, und das ist jetzt meine Theorie, die Leute, die Herr der Ringe feiern, sind mittlerweile fucking alt. Und die neue Generation kennt eher Game of Thrones und guckt eher YouTube. So, jetzt willst du meine Counter-Theorie hören? Ja, die Counter-Theorie ist wahrscheinlich, dass Game of Thrones, Lord of the Rings viel zu groß ist. Und das die Counter-Theorie ist ein bisschen anders. Die Counter-Theorie ist, dass die Leute, die Game of Thrones geguckt haben, so übersättigt waren und so genervt waren von dem Ende von Game of Thrones, dass der Hype zu House of Dragon anfangs sehr, sehr gering war. Ja, das war bei mir so richtig auch so. Der ist erst so gestiegen, nach der als die Leute gemerkt haben, dass die ersten Folgen echt richtig gut sind. Und dann haben die Leute wieder Bock drauf bekommen. Bei Rings of Power war es so, da haben die gesagt, ey, das muss brutal werden. Ansonsten fucken die uns richtig ab, weil Lord of the Rings ist halt so eine übel. Es gab halt auch lange nichts mehr bei Herr der Ringe und so. Ach, ich glaube auch, die Vorfreude bei Lord of the Rings war einfach größer. Dann haben mehr Leute direkt in den Trailer geguckt als bei Lord of the Rings. Aber genau, ich frage, ich glaube, bei Lord of the Rings wurde auch viel der Trailer geschittet. So. Ich glaube, da wollten noch viele sehen, was ist denn da das Problem? Da ging, glaube ich, viel mehr so Analyse rein. So, oh, was machen die da rein? Und bei House of the Dragon war halt, cool, nice aber und so, aber. War der allererste Trailer nicht so richtig wack bei Lord of the Rings? So, da hat man noch gar nichts gesehen irgendwie? Ich weiß nicht. Nee, da haben sich Leute doch beschwert, dass es zu glatt aussieht. Dass alles so ein bisschen übersättigt so und schmutzig. Ja. Ah, Mist. Vielleicht war meine Theorie echt scheiße. Oh, aber was auch sein könnte ist, weil es Prime Video ist, haben das viele Leute bei Amazon Prime einen Trailer gesehen und nicht so viele bei YouTube oder so? Oh nee, das glaube ich auch nicht, oder? Weil das wäre so, das wäre Ich glaube, Trailer guckst du immer auf YouTube, oder? Also, eigentlich schon, das stimmt schon. Ich habe auch Lord of the Rings genommen. Mal gucken. Bin gespannt. Außer sagen sie, wir laden den Trailer einfach auf Twitter hoch oder so, aber normalerweise ist es trotzdem immer den Trailer auch auf YouTube. Ja, Philipp, ich bin gespannt. Aber ich glaube, der ist auf jeden Fall Lord of the Rings, oder? Okay, wir lösen mal auf. Huge, aber Lord of the Rings. So nämlich! Ich wusste es! 23 Millionen! Krass. Ist doch nicht Ich habe die Gesellschaft durchgespielt. Ich kenne mich kann mal aus. Das doch nicht sein. Das hätte ich gar nicht gedacht. Ja. Das sind alle ausgespielt. Leute, die Herr der Ringe gut finden, sind mittlerweile tot. Die sind so alt, die gucken das nicht mehr. Neue Theorie. Man wurde durch die Twitch-Werbung so zugeschüttet, dass keiner mehr Bock hatte, den Trailer zu gucken. Ja, das ist 10 Millionen fast sind die Twitch-Influencer. Ja. Das ist die Twitch. Boah, Lord of the Rings hat aber auch so ein richtig ekelhaftes, aggressives Marketing, ey. Vielleicht war House of Dragon einfach der Trailer besser, dann haben die Leute gesagt, ja, dann gucken wir uns den halt öfter an. So. House of Dragon war aber auch so geil. Ich hab Bock auf die Disney. House of Dragon war richtig geil. Das ist wirklich insane gut, Kacke. Nächste Frage, bitte. Das hat mich überrascht. Da war ich voll sicher, dass es Lord of the Rings ist. Ja, safe. Voll. Oh, what? Mehr on-screen time. Cersei Lannister? Oder Tyrion Lannister. Boah, ich glaube, das müsste einfach sein. In der kompletten, ne? In der, also in kompletten, in allen Staffeln gehe ich. Wenn man die ganze Staffel mal durchgehen. Ich finde es voll schwierig. Bin mir, glaube ich, recht sicher. Ich war mir auch erst sicher, weil ich jetzt durch die Staffeln durchgehe und so. Und die Handlungsstränge bin ich mir nicht mehr sicher. Ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir auch sehr sicher. Ich bin mir jetzt eigentlich auch sicher. Scheiße. Oder? Fuck. Ich habe einen dummen Call drauf, aber doch, müsste eigentlich, oder? Es gibt halt so mehrere Folgen, wo die einfach
gar nicht vorkommen. Du bist auch ja beide, ne? Ja, aber also bei ihr ist am Anfang viel und dann gegen Ende wieder, oder nicht? Und bei ihm ist am Anfang eher wenig, oder nicht? Naja, ich, also würde... Jetzt lass erstmal einen einloggen, bevor wir loggen erstmal ein, bevor wir diskutieren. Lass erstmal einen hier. Okay, was habe ich jetzt eingeloggt, bevor ich jetzt hier... Ja, okay, richtig. Shit. Wir haben alle eingeloggt. Wird Cersei Lannister... Wird die nicht erst richtig spät zum Hauptcharakter erst? Geht, aber nicht. Tyrion hat so viele Handlungsstränge eigentlich, der muss mehr Screentime haben. Ich bin sehr biased. Ich habe gerade A Feast for Crows fertig gelesen und das ganze Buch besteht eigentlich nur aus Cersei und Jaime POV. Also wirklich das komplette Buch. Das vierte. Ja, aber da ist ja schon Serie und Buch schon sehr weit auseinander. Ja, und das ist das Problem. In den ersten Büchern gibt es gar keine Cersei POV, aber die ist ja. Die Frage ist, wie sich das auf Screentime auswirkt. Die ist ja schon in super vielen. Super viel Handlungsstränge drin. Also ich glaube, die wird doch zum Ende erst richtig spannend, aber die wird doch nie so richtig begleitet. Doch. Das ist ganz, das ganz erst zum Ende hin. Nö, die hat... Man kriegt sie immer mit. Ja. Ja, aber das reicht doch schon als Screentime. Also sie ist ja in jeder King's Landing-Szene ist sie irgendwo eigentlich fast mit dabei, so. Ja. Also ich denke, ich müsste auf jeden Fall Cersei sein, aber ich bin jetzt auch gar nicht. Ich glaube, es ist Tyrion, weil der hat so der hat den Mauerarkt da, der hier das Bravos Ding. Der hat so viele Handlungsstränge, damit seine Trial und so weiter. Also das kann nicht sein, dass er es nicht hat. Warum habt ihr, Linda, warum bist du mit Cersei gegangen? Ich bin mir jetzt übel unsicher, aber ich dachte, dass man sie einfach mehr gesehen hat. Aber es kann auch sein, dass man sie vielleicht mehr gesehen hat, aber kürzer als Tyrion. Genau. Mhm. Das glaube ich auch. Deswegen bin ich mir gerade ein bisschen unsicher, aber ich war mir auch nicht sicher. Ich habe das Gefühl, dass Tyrion einfach die stärkeren Szenen hatte, so. Also, dass der so diese krassen Peaks, aber dass man ihn nicht öfter gesehen hat. Maybe, ja. Aber vielleicht liege ich falsch. Ich bin sehr biased. Wie gesagt, ich habe gerade so ein Buch lang nur Cersei gelesen. Er ist halt irgendwann auch so ein Fan-Favorite geworden, dass die locker mehr Screentime gegeben haben. Buch und Serie geht ja schon krass. Ja. Also ich glaube, am zweiten ist schon komplett. Ja, aber dadurch bin ich halt so ein bisschen biased, weil ich halt die ganze Zeit nur ihren Handlungsstrang vor Augen hatte gerade. Und das ist schon sehr viel tatsächlich. Tyrion ist ja dann, der fällt so ein bisschen weg irgendwann. Aber wir gucken, was die Lösung ist. Vielleicht bin ich in Inter. Boah! Sieht, Alter! Das ist ja komplett falsch gewesen. Mhm. Ich glaube tatsächlich, dass Tyrion mit am meisten hat. Ich glaube wahrscheinlich. Der hat ja auch immer einfach so längere Szenen wahrscheinlich. Ja, der hat halt so viel, weil du die ganzen Handlungsstränge immer umgehen. Dann geht die richtig lang. Und bei ihr war es so, ich glaube, bei ihr war es so, ja, mal kurz, ja, mir geht's ein bisschen scheiße und so. Ja. Und dann kurz mal bumsen. Ja. Da bin ich auch danach erst drauf gekommen, als ich schon gewählt hatte. Krass, hätte ich nicht gedacht. Nicht gelacht. Ah, ja. Weil die ist halt bei so vielen Dingen involviert eigentlich, ne? Aber nicht so die langen Szenen gehabt wahrscheinlich. Yeah. Die hatte immer so kurze Szenen, ne? So Hindsight. Und der hatte immer so ein bisschen ausführendere. Jetzt hat sich Philipp auf den ersten Platz gemogelt. Was für gemogelt? Aber bei der Game of Thrones Theorie habe ich mir das auch verdient da. Ja. Mit dem Trailer. Actually true. Ja. House of the Dragon war Frage. Das. So. Ja. Wie viele Fragen noch? Können auch Schluss mal jetzt. Nee, komm. Ich glaube, es sind noch 13. Meistgesehene Netflix-Serie 2020. Hab ich beide nicht geguckt. Kenn ich beide. Aber die Wednesday oder Bridgerton. Oh, ein Corgi. Boah, das ist beides voll beliebt, oder? Ja. Also richtig guck, krass beliebt. Also, hier bin ich mir super sicher. Ich habe eigentlich auch eine ganz eindeutige Tendenz. Aber das eine hat doch einen riesen krassen Hype gehabt. Ich bin mir hier absolut todessicher. Aber das Problem ist, guck mal auf die Daten da unten. Mann, warum musst du das sagen? Das ist der einzige Hinweis. Weil ich Verwirrung stifte. Mann. Die Daten sind doch... Ja, 22. Also, Wednesday hat halt einfach nur 2 Monate Zeit, um in einem Jahr das zu holen. Aber andersrum, kennst du jemanden, der scheiß Bridgerton geguckt hat? Ich weiß nicht, was es ist. Ich habe gar keine Ahnung, was es sein soll. Ist das gut? Ja, wenn man die Art von der Serie mag, schon. Was ist okay, halt alleine ist schon ein bisschen kitschig, oder? Okay. Ist das so Royals-mäßig? Halt so wholesome, kitschig, so Romance-mäßig, aber so aber jetzt, für so einen chilligen Bridgerton Watch zwischendurch finde ich das nicht schlecht. Ist ein Drama halt, ne? Mhm.
dem richtig schönen Kostüm. Alles Drama. Also ist nicht jede Serie aber Drama. Ja, aber du weißt ja, dass, was man mit Drama eigentlich verbindet. Auch wenn. Nee. Nee? Ja, so ein Soapy-Drama. Erklärt dir so ein bisschen Beziehungen, besser. So ein Zeug. Ja. Also eigentlich habe ich eine Tendenz, aber ich kann das nicht drücken. Liebesdrama. Liebesdrama. Das trifft's. So Riverdale-mäßig. Ja. Lock mal bitte ein. Ja, full, ja, bestimmt. Nee. Also Bridgerton ist tatsächlich ganz ist solid. Ja, finde ich auch. Die erste Staffel fand ich sehr cool. Und danach war es okay. Ja, guck mal, es gibt mehrere Staffeln, das ist schon mal ein geiler Hinweis. Locken Sie ein. Ich bin so eingeloggt. Ich eingeloggt. Dann will ich gerne mal sehen, was wir eingeloggt haben. Oh. Wenn Wednesday jetzt in einem Monat und 3-5 Tagen die gleichen Streams hat, ist doch scheiße. Das ist doch kacke. Ich bin davon ausgegangen. Ich weiß nicht genau, was es war, aber ich habe ein paar Mal irgendwo gelesen, dass Bridgerton super krass erfolgreich ist. Viel erfolgreicher, als ich dachte, als ich es gesehen habe. Das wird die Führung für Baso. Mir geht's halt ums Datum. Also, Hot Take, ich glaube, Wednesday ist so ein Ding, was in Asien richtig durchgeknallt ist. Echt? Könnt ihr mir richtig gut vorstellen. Ja. Die hat halt einen Monat Zeit, um die gleichen Streams zu generieren wie Bridgerton. Da hat irgendwie eine Woche haben alle darüber gesprochen. Und ich habe Bridgerton noch nie gehört. Ja, ja. Oh, dann wüsste, aber ich bin mir so sicher, dass das Bridgerton ist. Wenn die jetzt so 2 Monate Zeit gehabt, hätte ich gesagt, okay, aber ein Monat? Weiß ich nicht. Das auch schon so oft auf TikTok gesehen. Aber ist halt wieder TikTok, ne? Dass Wednesday vielleicht eine größere Bubble an Leuten abgeholt hat als Bridgerton. Matteo kennt ja Bridgerton. Full. So. Ah, Bridgerton noch nie gehört. Ich kenne Wednesday nicht. Ich glaube, allein TikTok-Hype um Wednesday wird schon wieder gottlos jetzt. TikTok ist es wieder. Ja. Das ist ja so Addams Family, oder? Das ist ja schon so weltbekanntes. Ich glaube, ja. So. Scheiße. Wer hat recht? Intet? Wir finden's raus. Ich inte jetzt auf der Zielgeraden. Inte ich alles weg? Gibt's ja gar nicht. Wie der Gleichstand, ey. Es ist nicht brutal. Mist. Alles nah beieinander, da muss man auch sagen. Das ist, naja. Also 4,6 Milliarden ist schon. Ich meine unsere Punkte. Das stimmt. Das stimmt. Yeah. Junge, 16, 16, 16, 17, 17. Also das ist echt mega knapp. Mega knapp. Ist noch alles drin. Nächste Frage. Wie viel haben wir noch? Wie viele Fragen? So um die 11, 12. Boah, echt so viele noch? Nee. Alter. Nee. Doch. Wir hatten vorhin. Als ich bei 16 Punkten war, 19 und jetzt bin ich immer noch bei 16 und wir haben alle 20, glaube ich, oder so. Okay, ich kann nicht zählen. Ja. Okay. Oh. Mehr On-Screen-Tode. Dr. House oder Scrubs? Habt ihr den Podcast gehört? So Scrubs. Ein Podcast. Es gibt einen Podcast dazu. Ach, von hier? Ja, Donald von den beiden. Best Friends oder wie der hieß? Und Zach Braff oder was? Machen die einen? Ja. Die sind Best Friends. Donald Faison und Zach Braff. Zach Braff, ja. Scheiße, ich hab nie Dr. House geguckt. Verrecken da viele Leute? Digga, das Plakat zu Dr. House. Dr. House, alle Lupus, die werden da tot reingekriegt. Ja, jeder Lupus und stirbt. Dr. House finde ich an sich echt geil, aber das Problem ist, dass jede Folge den gleichen Aufbau hat. Genau, ja. Jede Folge ist wie Columbo. Ja, so, du hast okay, wer ist es? Weiß ich nicht. Ist Lupus? Vielleicht. Geh mal zu ihm nach Hause und untersuch mal, ob er Schimmel da hat. Dann so, ja, der hat Schimmel da. Okay, es ist Schimmel. Ah, nee, doch nicht. Es war Lupus. Okay. Ja, genau, also so nach 5 Minuten kriegt man so den Patienten mit. Und dann hat man so eine erste Fehldiagnose. Und dann ist er kurz vorm Sterben. Und dann kommt Dr. House rein und sagt so, nee, er hat eine Zecke auf dem Penis. Ja, und dann typisch. Wirklich so diese Zecke in der Vagina, ne? Ich habe jetzt Scrubs gerade erst rewatched, da weiß ich ungefähr, wie viele da sterben. So. Aber Scrubs hat ein richtig beschissenes Logo, Alter. Ja, habe ich. Mein Kink. Manchmal. Okay, lass mal bitte einloggen, damit wir drüber reden können. Okay, wir loggen ein. Gelockt. Also bei Scrubs weiß ich, dass es ungewöhnlich hohe Todeszahl gab für eine Comedy. Und weil die wollten das so, dass es irgendwie auch so realistisch ist. Und ich glaube, irgendwie war das. Es gab ja eine Folge, die ging sogar darum, dass jeder dritte Patient. Das ist die zweite Folge der ersten Staffel tatsächlich. Genau, habe ich ja heute gerade eben nochmal gesehen. Genau, und da sind ja drei Fälle und da sterben alle drei. Das ist dieses Tollwut-Ding? Nee, die ist und in der sechsten Staffel. Nee, der kommt später, ja. Und das Problem bei House ist ja, wenn der stirbt, dann ist der Fall ja vorbei. Das heißt,
Wenn der ich glaube, es sterben bei Scrubs viel mehr. Scheiße, also die Erklärung ist gut. Mist. Die Erklärung ist aber echt ist gut. Aber ist es auch nicht wirklich der Twist bei Dr. House, dass da irgendwie nie einer verreckt? Der rettet doch immer alle. Nee, oder da nicht? Sterben schon Leute. Da ja, sterben da sterben schon Leute, aber es ist halt so, ja. Weißt du, bei Scrubs ist halt aber so, bei Scrubs sterben schon auch die haben ja auch Leute, alle viel mehr Patienten. So. Die haben ja viel mehr Patienten. Bei Dr. Scrubs House hat jede Dr. Folge House, einen. Tatsächlich. Nicht, ja. Naja, da gibt es aber schon Folgen, wo mehrere Leute sterben auf einmal. Ja, von Dr. mir aus. Dr. House aber, Meister. Ja. Auch so Folgen, wo irgendwie so ganzer Bus vor irgendwie oder sowas und dann mehrere Leute sterben. Aber on-screen-Tode, ne? Ja, ich das irgendwie nur gesagt, also da müsste ja, der das Tod ist, ich live zu sehen schwer sein. Einzuschätzen. Ich finde das mega schwer einzuschätzen. Aber ihr habt schon recht, bei Scrubs stirbt ja alle paar Folgen auf jeden Fall jemand. Ja, ja. In der ersten Folge stirbt ja, glaube ich, schon jemand, oder nicht? Nee, in der zweiten oder dritten. Ich dachte, Scrubs aber ist voll so die Wholesome-Serie und Dr. House ja, ist abgefuckt. Es ja, auch. Ja, aber es ist halt auch immer noch ein bisschen ernst. Ist, genau. Aber es ist halt schon so, die wollte sehr guter schon Mix. So wie was zum Nachdenken hast du bei Scrubs halt auch immer noch. Genau, ja, ja, ja. Mal was fürs Herz auch mal ein bisschen. Ja, wo du nochmal so ein Tränchen runterkommt und dann sagst, schön, dass man lebt oder halt auch nicht. Scheiße, jetzt würde ich gerne auch flippen auf Scrubs tatsächlich. Scrubs hat so brutale Folgen, die so traurig sind. Ja, aber ich bin mir sicher, dass bei Dr. House mehr Leute sterben, aber halt nicht on screen. Ich glaube, das ist das Problem, ne? Weil da gibt es öfter mal so Folgen, wo halt super viele Leute sterben, weil es ein viele? Großes Unglück gab, aber die sterben ja, halt nicht on-screen. Das gibt es ja Scrubs aber auch. So irgendwie. Ja, da gibt es auch immer so eine. Bei Grey's Anatomy verrecken so, sau viele ja. Die ganze Zeit. Das hat ich noch nie geguckt. Kann man. Kann, soll man ey, kann. Ich gucke das gerne, aber nicht, weil es gut ist. Gut. Also ja. Ich habe mal. Ich meiner. Bevor ich umgezogen bin, ich habe so eine Bluetooth-Box gehabt und manchmal hat. Irgendein Nachbar über mir sich mit der Bluetooth-Box verbunden und dann hat sich einfach random irgendeine Grey's Anatomy-Folge auf meiner Bluetooth-Box abgespielt. Voll geil. Aber hat sie nicht gestört irgendwie? Also, es ging aber nur so 2-3 Minuten und dann war wieder aus. Ich wusste aber nicht, wer das ist. Es ist ein paar Mal vorgekommen tatsächlich. Welche Krankenhausserie auch richtig geil ist, ist Good Doctor. Die wäre ja, safe. Ja, boah, safe. So nice. Ja. So aber nice. Ich hab ein Problem mit seinem Chef da, mit dem Tätowierten. Ich hab eben ein Problem mit tätowierten Menschen. Das ist krass. Ja, okay. Verständlich. Ja. So, wir ziehen das Pflaster mal wieder ab. Mm. Oh mein oh, Gott. Krass. 19 Leute nur bei Dr. House gestorben. Es ist so, ne? Weil da haben die Leute immer so schlimme Sachen. Aber ihr habt recht, der heilt die ja auch andauernd. Ja. True. Scheiße. Ja. Ich hätte jetzt aber mehr gedacht als 32, ganz ehrlich. Ja, ja. Also bei 9 Staffeln, ne? Wie viel? 8 Staffeln? 9, wenn du die letzte mitzählst. Wow. Ja. Nee, die zähle ich nicht, weil die sind alle gestorben. Spin-off im Endeffekt. Ja. Krass. So, Scheiße, wie sieht's Linda. Jetzt aus? Wir werden hier abserviert. Mhm. Also ich. Ich bin noch dabei. Einen Fehler darf man schon machen. Ich muss wieder zurückkommen. Ich muss jetzt Risiken nehmen. Das sagt man immer, bevor man dann so komplett sich ins Ausschießt, ne? Naja, nächste Frage bitte. Mehr zerstörte Autos. Boah, ich dachte, jetzt kommt Cobra 11. Junge, aber natürlich ein Problem, wenn man nie Marvels geguckt hat, ne? Gibt's hier Leute, die Fast and the Furious feiern? Ist es so wirklich einfach nur. Weiß ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass so die ersten Filme von Fast and Furious actually cool und Tokyo fun Drift. Und action dann waren. Aber erstens. Tokyo Drift war noch kultig, Alter. Lesk und ich sind große Tokyo Drift-Fans. Ja. Ich hab ihn mal gesehen. Ja, wir treffen uns einmal im Jahr, seitdem er draußen ist, und gucken den zusammen. Ist so geil. Das stimmt, ja. Ist bald wieder so. Was hat man denn? Wir gucken den auch im Autokino tatsächlich. Aber guck mal, das ist schon wieder so eine Statistik. Warum sollte da Matrix stehen, wenn es nicht Matrix ist? Also, als ob da jemand nachgezählt hat, wie viele Autos zerstört worden sind, wenn es nicht mehr als Fast and Furious wären. Kann ja genau sagen, irrelevant. Was passiert ist. Das ist irgendwie so eine Fun-Fact-Seite gewesen und da war so eine Auflistung mit den Top 10 Serien, wo am meisten Autos zerstört worden sind. Da kann es sein, dass Fast and Furious halt drüber war. So. Aber dass sich Leute auch die Zeit dafür nehmen, weil ich glaube, das schwer, dass man dafür bezahlt wird, sowas irgendwie rauszusuchen. Weiß ich jetzt nicht, aber. Vor allem, was heißt zerstörte Autos? Ist so eine Beule zerstört? Oh, total schade. Muss komplett jetzt geht's auf die Meter-Ebene. Jetzt ist hart. Ja. Wann ist etwas kaputt? Solange er nicht mehr, sobald er nicht mehr durch den TÜV durchkommt, gilt das zerstört. Die Autos kein bei Fast and Furious Auto von Fast and Furious kommt durch den TÜV. Keinste Autos. Hast ja recht. Ja, gut, also fährt man so viel Auto in Matrix? Ich kann mich ja mal. Ich habe Matrix halt nicht gesehen, das ist mein Problem. Lass mal einloggen und drüber reden dann. Aber ja, Matrix Reloaded ist nicht der erste Teil, oder? Doch, der erste, deswegen haben die Reloaded genannt. Lass mal einloggen. Warte, nee, dann möchte ich nicht mehr. Ach, jetzt hat Matthias mich verunsichert. Login! Login.
Nee, komm, ich okay, will also, wechseln. Bartels Reloaded ist der zweite und da gibt es so eine legendäre Autobahn-Szene, wo dann die zwischen den Autos so rumjumpen, die Agents da, und die smashen richtig viele Autos richtig kaputt. Ach man, ich hab wegen dir rumgehört gewechselt, ich war jetzt auf dem Auto. Also, nicht richtig viele, aber ich sag mal so, drei Autos gehen da kaputt. Aber bei Fast and Furious, die fahren ja damit, ne? Da gehen ja gar nicht so viel kaputt wahrscheinlich. Ja, das, am Ende gehen zwei kaputt, oder nicht? Genau, der Bait ist ja, okay, hier sind so Autos, aber es geht ja darum, dass da so geile, teure Autos drin sind, nicht, dass die kaputt gefahren werden, ne? Na, aber guck mal, bei Fast and Furious war es doch nicht immer so, dass sie diese Rennen machen, diese Viertelmeile-Rennen, da gehen immer so zwei, drei kaputt. Echt? Ja, das war ich nicht. Ich dachte, es geht nur darum, dass so übel teure, coole Autos da drin sind. Bei Tokyo Drift ist er sogar der Aufhänger, dass er sein erstes Auto kaputt macht und deswegen dann so wieder kein geiles Auto hat. Oh. Dann kriegt er eins, aber das ist ja bei Tokyo Drift. Ja, ich habe die Filme nicht gesehen. Okay. Ja, Tokyo Drift ist schon ein Klassiker, muss ich sagen. Ja. Ich bin so sauer, dass ich gewechselt habe. Ist schwer zu sagen. Ey, Philipp, vielleicht hast du recht. Nee, glaube ich nicht. Ich glaube, ich bin richtig daneben. Ich habe auch keine Ahnung. Ich habe Matrix nicht gesehen, aber das klingt irgendwie so nach so einem offensichtlichen Bait, der aber in Wirklichkeit keiner ist. Und das ist die offensichtliche. Ja, in Actionfilmen gehen immer Autos kaputt und in Rennfilmen nicht. Das macht ja gar keinen Sinn. Warum mach ich denn Fast and Furious? Hast du den ersten auch nicht gesehen, Bless? Nee, gar nicht. Ey, mach doch mal ein Wochenende hier. Jetzt, hol mal nach. Ja, ich hole ganz viele Filme nach aktuell. Das ist echt geil. Ich habe Shawshank Redemption letztens nachgeguckt, weil es so viele Sachen gibt, die ich einfach nie gesehen habe. Hast du Cloud Atlas mal geguckt? Nee, jetzt mach nicht so. Lass es. Ja. Ich hab den 3 Stunden geguckt und dachte, da kommt ein Plot-Twist am Ende und dann war einfach, nee. Also ist es ein Bait gewesen oder ist es kein Bait gewesen? Das ist die Frage, die wir uns alle stellen gerade. Und die würde ich jetzt gerne einmal auflösen. Ja, scheiße. 3 so sauer. Wisst ihr noch, als ich gesagt habe, 3? Ich bin so sauer. Come back. Wow, okay. Sehr gut. 300? Was haben die denn da gemacht? Also da gibt es halt so eine legendäre Autobahn-Szene, wo die, aber keine Ahnung. Ich erinnere mich nicht mal an 300 Autos. Warum gehe ich denn auf rechts, ey? Mann, naja. Ich fühle mich nicht mal schlecht. Wann sieht man denn in dem Film 300 Autos? Wenn da so eine Brücke ist, wo mit der Drohne von oben dann die ganzen Autos zerstört werden oder so? Keine Ahnung. Bestimmt. Ja. Ah ja. Die berühmte Kampfszene beim Schrottplatz der Ludolfs. Und 78 bei Fast and Furious finde ich auch voll viel, oder? Schon ordentlich. Aber es geht ja um das ganze Fast and Furious. Gar nicht mehr erinnern. Geht's nur um den Film? Nur den Film, oder nicht? Nur um den Film, ja. Genau, der erste, der heißt einfach so. Nur um den ersten. Das ist schon viel, oder nicht? Next question. Crazy. Warte mal, wer führt denn gerade? Ach, ich und ein paar andere. Matteo, Linda und Philipp. Aber es ist immer noch, es ist brutal knapp. Super knapp, super knapp. Es ist brutal knapp. Höher Kill Counter. Django, Freeman oder John Wick im ersten Teil? Django. Boah! Ich hab nie John Wick geguckt und Django auch nur einmal. Ist das Django Unchained, Jan? Ja. Ja, ist das ja Film, genau. Ja? Boah, Django Unchained. Gesehen, geiler Film, Alter. Das ist eine echt schwere Frage. Das ist aber eine gute Frage. Die übelsten Ballerfilme. Ja. Wisst ihr, ob Jamie Foxx eine Penisprothese getragen hat, als er da an dem Baum aufgehängt wird? Man sieht seinen Penis ja, ne? Ja. Und da wurde lange spekuliert, ob das eine Penisprothese ist. Man weiß bis heute nicht. Ich kann mich nicht mehr an den Film erinnern. Ich vergesse Filme auch irgendwie immer. Ja, same. Fühl ich. Ich erzähle euch gleich was drüber, wenn wir eingeloggt haben, aber ich bin selber noch mal überlegen. Ja, loggt mal ein. Ist halt Quentin Tarantino, ne? Da wird... Ja, aber so an der Seite auch schon weak. 4, 3, 2, 1. Ich kriege einen kleinen Finger nicht hoch. Zack. Ich habe auch gebaitet, John Wick, da werden in 10 Sekunden 200 Leute zerlegt. Ja, ja. Ich fühle. Das Magazin ist auch nie leer und so. Ja, ist genau. Ja. Ja, John Wick ist die offensichtliche Antwort, aber Django Freeman, also Django anscheinend, ich weiß halt, der Film geht so übel lange, ne? Ja. Der geht so der über 3 Stunden, glaube ich. Aber ja, also am Ende gibt es eine richtige krasse Schießerei, ohne Spoilers. In dem Haus da, ne? Sterben, genau, da sterben schon so 20, 30 Leute. Aber John Wick macht ja in der eins, ich habe den auch nicht so halb gesehen. Aber der erste, das ist ja nur so in einem Club und sowas, oder? Genau, und der knallt ja so 200 No-Names einfach weg. Ja, der knallt halt so jede Sekunde einen ab, so. Der knallt so viele ab, das muss der sein. Ja, ja. Also, bei was krass gewesen wäre, es gibt ja bei Kill Bill diese Szene mit diesen 88 Samurais da. Ich dachte, es geht um die Kills im Film und nicht von den Charakteren im Film.
Nee, schon von den Charakteren. Deswegen steht ja auch nicht Django und Jane. Ja, das habe ich mich jetzt, gereilt. Naja. Aber hätte ihr nichts geändert an meiner Antwort. Aber, ja. Ich habe John den ersten Teil auch gar nicht mehr so. Der sind ja so diese drei Leute, die ja so in der Garage wegnascht, ne? Ja, und dann ist er in dem Club, aber killt er da mehr als Django Freeman? Scheiße, habe ich geintet? Wir finden sie raus. Oh, Alter. Ich habe sehr hart geintet, ja. Okay, ich dachte nur daran, dass ich den damals geguckt habe, dann ging es übel lange, aber ihr habt schon recht, der tötet ja wirklich nur am Ende dann, so in dem einen Haus, so die ganzen Leute. Vorher nicht. Ihr habt alle recht, ich verliere einen Punkt, scheiße. Mist. Es gehen mehr Autos in Fast and the Furious 1 kaputt, als John Wick Leute erschießt. Aber nur einer, ne? Nur einer. Ja. Nächste Frage. Okay. Die meisten Schimpfwörter. Oh. Das ist eine gute Frage. Ja. Ey, aber das ist auch wieder so. Wolf of Wall Street habe ich auch geguckt. Ich weiß nichts mehr. Es ist so krass, ich vergesse das alles. Die Mann. Dings, die Szene mit dem Lambo, wo sie auf. Wie heißen die Dinger nochmal? Auf diesen. Lemons? Nee. Nee. Was sucht ihr denn? Diese Pillen, diese. Wie heißt die Drogen? Xanax? Ketamin? Nein. Nee. Nein. Die haben so einen eigenen. Ach Mann, dieser Name. Ich hab ihn auf der Zunge. Koks. War das nicht irgendwas mit L? Lloyds? Nee, die. Shit, ich komm nicht drauf. Ich muss noch gleich im Chat gucken dann. Ich hab das nicht geguckt. Nee, auch nicht. Aber es sieht so gangstermäßig aus, wie die da so laufen. Straight Outta Compton, ja, war früher so der Gangsterfilm. Ich hab ihn aber auch nicht gesehen. Quaaludes, genau. Ja, Quaaludes. Ja, die meisten Schimpfwörter. Linda, Wolf of Wall Street. Das war einer der schlechtesten Filme, die ich jemals gesehen habe. Und jetzt bin ich direkt... Danke, Linda, danke. Danke. Endlich dachte mal jemand. Danke, der Film ist so langweilig. Der Film, der ist auch wieder viel zu lange. Der ist auch wieder viel zu lang. Das war der sexistischste Film, den ich jemals geschaut habe. Also, ich darf gar nicht anfangen, ich bin fertig. Based. Okay. Ah, okay, dafür kannst du mal so direkt einen Extra-Punkt geben, meiner Meinung nach. Dankeschön, Kutscher, danke. Oh. Ich fand so ein overrateder Film. Absolut. Das ist auch ein paar Film, coole Szenen, aber Leute, ich muss sagen, so beim zweiten Mal gucken fand ich den auch irgendwie ganz anders als beim ersten Mal. So. Es ist alles so. Ich fand ihn in Ordnung. So. Ja. Ich stimme dir zu, Kutschi. Ja. Er hat ein paar coole Szenen, aber er hatte ganz viel, wo man sich so denkt, das ist irgendwie ein bisschen weird. So. Ich fand das ganz unangenehm, diesen Film zu gucken. Ja, das weiß ich. Aber ich bin so ganz oft. Ich habe fertig. Ich sag nichts mehr. Geht mir auch einfach zu lang. Ich hasse es, wenn Filme einfach so nicht wissen, wann sie mal aufhören sollen. Ja, die hätten die Hälfte geben können, swear. Boah. Lockt mal ein. Habt ihr schon. Dann locken wir ein. Oh, das ist schwer. Shit. Oh, das ist schwierig. Ich hab Straight Outta Compton nicht gesehen, aber ich weiß, dass vor allem sehr viel geflucht wird. Ja, die sagen aber genug ist die Frage. Sagen sie auch fuck und sowas, stimmt schon. Was Straight Outta Compton ist halt. Da ist halt, na, wie heißt er? Der Kollege von Leonardo DiCaprio im Film. Dr. Dre. Nee, der. Jonah Hill? Martin Hill, achso. Ja. Ich glaube, der treibt in jedem Film immer einen Chipboard Counter sehr hart nach oben. Ja. Jonah Hill. Aber ist es genug? Gucken wir direkt mal nach. Wie viele Schimpfwörter? Oh, 500, ja. 569. Krass. 392. Ja, leichter Unterschied. Wolf of Wall Street gewinnt und damit gewinnen Linda, Philipp und ich. Punkt. Es bleibt weiterhin sehr knapp, aber Philipp und Linda setzen sich jetzt mit 20 Punkten ein bisschen auf. Das war ein Staub und Philipps auch. So. Ja. Shit. Ach stimmt, da gibt es an der Wall Street, wenn die so reden, da sagen die die ganze Zeit ja nur. Ist da nicht sogar Dings dabei? Die beleidigen die Frauen auch ständig durch, so das. Da ist das sogar Dr. Cox dabei, oder? Oder war das ein anderer Film? Nee, das ist nicht. Dr. Cox ist. Nee. Wo ist denn der nochmal dabei?
Gute Frage, weißt du, nächste Frage. Ja. Längere Laufzeit beim Binge-Watching. Das heißt, einfach nur, wenn man alles auf einmal guckt, wie lange laufen beide Serien? So, und wer weiß jetzt, wie viele Staffeln New Girl hat? Ich habe das erst letztens angefangen, weil ich es auch gezogen hat. Teil mal zweimal schon echt, ist auch echt sehr geil. New Girl ist cool, ja. Das ist Parkour! Ist das daher? Ja, sicher. Das kenne ich nur als TikTok-Sound. Da bin ich, muss ich mich auch. Ich fand Suits eine Zeit lang richtig geil. Ich auch. Ich habe auch so 4 Staffeln geguckt. Irgendwann hat es mich nicht mehr abgeholt. Genau, da irgendwann hat es mich auch verloren, wo es dann zu. Ja. Es war irgendwie immer dasselbe, fand ich. Mit den, ja, und aber auch dieses. Dieser Überbau wurde dann irgendwann so komplex. Ja, die Dynamiken so, da hast du irgendwann gar nicht mehr durchgeblickt, wenn du es nicht so am Stück geguckt hast. Ja, ja. Gelebt von dieser Harvey und hier Mike-Dynamik und die ging irgendwann weg einfach. Ja, genau. Also ich kann es schwer sagen, ich weiß es nicht. Echt schwer. Ich überlege gerade. Lock mal ein. Lock mal ein. Ich kann auch nicht sagen, wie viele Folgen es gibt. Läuft New Girl überhaupt noch? Nee. Glaube nicht. Suits aber schon, oder? Okay. Ist er nicht auch durch? Keine Ahnung, ich weiß es nicht. Haben wir eingeloggt? Okay, lockt ein in 3, 2, 1. Das Ding ist, so eine New Girl-Folge geht halt auch nur 20 Minuten und eine Suits-Folge 50. Aber dafür haben New Girl. Geht New Girl nur so kurz? Ja, es ist halt eine Sitcom. Eine Sitcom, ja. Aber New Girl hat dafür mehr Staffeln pro Folge. Mehr Folgen pro Staffel. Aber die, wie viele gab es nochmal, Philipp? Weil die ist ja schon fertig, ne? Ich glaube 8. New Girl. Ja. Und Suits gibt es doch mittlerweile auch irgendwie. Die geht ja noch weiter, oder nicht? Safe schon 9, oder nicht? Machen die da nicht auch so einen Louis Litt Spin-off oder so mittlerweile? Weiß gar nicht. Würde ich gucken, wäre nice. Naja, aber Suits, naja, das sind. Die haben halt immer so längere Folgendauer, das, was Philipp gesagt hat. Und deswegen haben wir wahrscheinlich alle Suits gesagt. Ist es die richtige Antwort? Okay. Sehen wir. Ach so. Du, Oha. Mit Abstand. Mit großem Abstand. 420. 420 einfach, ja. 4 Tage, 20 Stunden und 10 Minuten guckt man durch, wenn man binge-watcht. Gab es bei New Girl auch Parkour? Weil ich kenne es von The Office, Parkour. Ja, Parkour. Ja. Der TikTok-Sound ist von, The Office, von Schmidt. Genau. Ja, Schmidt. Okay. War eine geile Serie tatsächlich. Ja, New Girl ist echt cool. So wholesome einfach, ne? Ja. Bin Schmidt-Fan. Gerne die nächste Frage, bitte. Wie viel haben wir jetzt noch? Können wir mal updaten? Wir haben, glaube ich, noch. Wir haben so um die 8, 9 wahrscheinlich. Oh, Junge, Junge, Junge. Oh, aber mit der Punkte. Hier 7. Wer ist größer? Jetzt physisch? Oder Penny? Ja, wahrscheinlich. Geht's jetzt um Körpergröße? Oder Reach, Geldbeutel? Scheiße. Ja, ja, es geht um Körpergröße. Den Kodex hätten wir nicht gebraucht wahrscheinlich, ist aber relativ klar. Boah, bin mir sehr sicher. Versuche mich gerade irgendwie wieder daran zu erinnern. Ja. So lange nicht mehr geguckt. Auch sehr lange nicht mehr geguckt. Geht es um die reelle Körpergröße der Schauspieler? Ja. Was denn sonst? Ja, die werden jetzt, die ziehen ja jetzt nicht irgendwie die. Das ist ja nicht wie Gummi, dass der auf Knien geht oder so. Es kann ja sein, dass in der Serie sagen, dass der eine größer ist, aber die stellen sich halt nie Rücken an Rücken und dann ist der eine eigentlich doch 1 Zentimeter größer, weißt du? Ich glaube nicht, dass da actually sowas war. Ich glaube schon, dass die Körpergröße thematisiert wird, aber ich würde jetzt trotzdem nicht sagen, dass ich weiß, dass einer größer ist in echt, weißt du? Okay. Lass mal einloggen, dann lass mal drüber reden. Ja. Loggt mal ein. 3, 2, 1. Zack. Also, man wird denken, Penny ist größer, aber ich glaube, sie hat oft hohe Schuhe an. Ja, das ist auch mein Denken gewesen. Ich glaube, Kaylee Cuoco ist auch sauklein. Ich glaube, Lennart wird so 1,75 sein und sie ist so 1,72 oder sowas. Ich denke, sie ist so 1,65 und er ist so 1,71. Ja. Ich bin mir relativ sicher, dass sie größer ist. Ja.
Ich glaube, ich habe versucht, die irgendwie zu picturen. Ich habe mal so wenig. Ich meine, ich habe mal so ein, weil die waren ja mal zusammen. Ich glaube, ich habe mal so ein Bild von denen gesehen, wo ja, die so nebeneinander stehen. Hohe Schuhe an, 100 Pro. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall war sie da deutlich größer als er. Ja, bin gespannt. Oh shit, Bas hat was anderes gewählt. Ich konnte es gar nicht. Ich habe aber auch nur geraten, das war. Doch nur geraten. Ohne Wissen. Okay, Philipp und Linda. Einer setzt sich jetzt auf Platz 1 von den beiden. Frage ist, wer? Mach halt. Wie groß sind die beiden? Ah, nee. 1,68. Nee, 1,65. Nein. Shit, ich dachte auch, das ist genauso, wie du gesagt hast, Philipp. So 1,70 ja. Und 1,68 oder so. Irgendwas so ganz Minimales. Krass, nee, Leonard. Das. Der Leonard, ey. Das möchte ich nachgeprüft bekommen. Das ist ja Quatsch. Live-Messung, bitte. Damn. Krass. Oh, Mann. Kacke, ey. Ja, wusste ich natürlich. Ja. Da geht noch was. Nachgegoogelt, das stimmt tatsächlich, Matteo. Ja, bei Google. Ich will, dass jemand misst. Ach so. Mir ein Video schickt. Mach doch. Okay. Hits, Mann. Mist. Ja. Mistverdammter. Mistverdammter. Jetzt bin ich schon wieder letzter. Gibt's ja nicht. Nächste Frage würde ich muss aufholen. Längere Trilogie. Oh. Zurück in die Zukunft oder Planet der Affen? Die ersten beiden Teile von Planet der Affen habt ihr nicht gesehen, oder? Nee, ich habe beide nicht gesehen. Ja, da war das die in Minuten geboren. Na, aber und davon sind wir ja eher aber da war ich nicht mehr. Andi, ist was anderes. Ich habe letztens erst zurück in den ersten Dings geguckt, weil ich das immer mal gucken wollte. Zurück in die Zukunft, absoluter Banger. Ohne Scheiß. Okay, ja. Aber ich hatte irgendwie doch keinen Bock, danach weiter zu gucken. Krass. Ja, aber damals gab es nichts Besseres. Planet der Affen, sind jetzt die neuen gemeint oder was? Oder was damit gemeint? Die neue Trilogie oder was? Gibt es eine neue Trilogie? Naja, weiß nicht, was die alten waren noch thematisch ganz anders, oder? Die alten. Okay, ich sage euch jetzt den alten, den Twist von den alten, okay? Wenn ihr es nicht hören wollt, dann müsst ihr. Die neue Trilogie ist gemeint. Neue Trilogie ist gemeint, keine Ahnung, ja. Hab ich nicht gesehen. Beim alten ist es so, dass sie auf dem Planet der Affen landen. Und dann werden die so gefangen gehalten von den Affen und werden so halt wie Affen behandelt. Und ganz am Ende des Films sind die an so einem Strand. Und dann sieht man, dass die Freiheitsstatue so halb eingegraben aus dem Sand raushängt. Und dann checken die erst, dass die einfach auf der Erde sind, nur ganz weit in der Zukunft. Ah. Und die Affen haben einfach so sich weiterentwickelt, sind die Menschen haben die Menschen ersetzt. Und die dachten die ganze Zeit, die sind auf einem anderen Planeten, der von Affen besiedelt ist. Aber es war einfach die Erde. In der Zukunft. Ja, ja, lol. Crazy. Also war damals, zurück in die Zukunft. War damals ein richtiger Mindblow-Twist, weil damals gab es noch so Twists nicht. Heute ist ja jede Serie mit einem Twist. Zufällig mal die Freiheitsstatue gefunden. Boah, das ist ja. Echt schwer zu Lock sagen. Mal ein. Ey. Hab ich eingeloggt? Ich weiß nicht. Zwei. Ich habe eine Theorie schon wieder. Eins. Ich habe geraten schon wieder. Ach, Mann, Linda, mach doch links. Ich glaube, die Filme heutzutage einfach länger, kann das sein? Das dachte ich ja, auch. Das glaube ich nämlich auch. Das ist auch mal eine Denkweise. Ich glaube, die haben die früher schon so lange Filme überhaupt gemacht? Ich glaube, das war früher auch, aber ich glaube nicht. Manchmal, aber so zurück in die Zukunft war so voll. Ich glaub, voll kompakt, ne? Aber ich glaube, deswegen ist er auch so gut. Also, ich habe zumindest ich habe zurück in die Zukunft den ersten Teil vor nicht allzu langer Zeit gesehen und mir kam er so kompakt vor. Ja, ich hatte den auch geguckt, fand ich auch ganz geil. Wo einem nicht so langweilig wird, dreimal während dem Film, sondern ja, wo man wirklich so die ganze Zeit zugucken kann. Aber vielleicht ist der Film einfach gut, ne? Und trotzdem lang. Keine Ahnung. Naja. Richtige Lösung. Sehen wir jetzt. Ach, Mann. Das ist knapp. Aber, ey, geht eigentlich. 342 okay, okay. Zu 375 Minuten. Die Hank-Maus, ja die verspielt so, einen Punkt. Das ist ja pro Film so 10 Minuten Unterschied. Das geht doch nicht. Ja. Da so abzieht ja, einfach, ey. Und alles durchraten, ja. Ey. Ich hab die wenigsten Sachen hier gesehen. Aber es ist halt 50-50. Das ist 50-50, das Quiz. Die Chancen sind hoch und gut. Hätte ich es mal 50-50 gemacht. Setzen Sie jetzt. Nächste Frage, bitte. 6 Stück bleiben noch. Alter. Mehr romantische Beziehungen. Phoebe, hab ich nie geguckt. Oder Monica. Oh, ich rewatche gerade zum vierten Mal. Hä?
Ich schwöre bei Gott, ich habe diese Person noch nie in meinem Leben gesehen. Ist Friends oder nicht? Okay, Leute, Friends, also, ich habe Sex in the City, ich muss gehen. Oh mein Gott, ey. Ich bin ja schon raus. Was ist was? Ich habe keine. Romantische Beziehung ist anscheinend ab rummachen bis heiraten. Oh Gott, ey, ist so krass, dass ihr das nicht kennt. Ich hab Friends gesehen. Ich hab Friends nie geguckt. Ich hab Friends. Ich fand Friends früher scheiße, weil ich es auf Deutsch gesehen habe. Habe ich auf Englisch angefangen und liebe es. Friends ist so gut auf Englisch. So. Ja, wenn man so Scrubs und How I Met Your Mother mag, dann mag man Friends eigentlich auch. Ich mag das Sitcom. Ich hab's jetzt deswegen angefangen, weil irgendwie bin ich nicht warm mit geworden. Bin jetzt richtig stigmatisiert. Wer sieht denn nach einem wilderen Lifestyle aus? mehr romantische Beziehungen. Ey, ist echt schwierig. Ich kann. Naja. Ah, ich lock kann's mal aber, einen in drei. Ja. Zwei. Eins. Ja, safety. Safe. Also, das Ding ist bei Monica, ich will jetzt nicht spoilern, aber Monica ist ja irgendwann dann mit Chandler zusammen und dann gibt's nur noch Chandler. Und bei Phoebe ist immer so on-off, bis dann ganz später dann noch einer dazukommt. Und da ist auch mal ein bisschen on-off. Monica hat eigentlich nur so, keine Ahnung, ich würde sagen so 5 oder so, keine Ahnung. Die ist ja mit, aber ich kann mich gar nicht an Phoebe erinnern, so was so romantische Beziehungen angeht. Phoebe hatte immer wieder, gestern Abend habe ich die Folge geguckt, da datet sie einen Restaurantkritiker, dann datet sie Ant-Man ist eine richtig längere Beziehung. Also Ant-Man, der Schauspieler von, wie heißt denn der? Kennt ihr den? Der Ant-Man? Von Ant-Man, genau. Wahrscheinlich. Ant-Man. Paul Rudd? Wahrscheinlich, wie heißt? Ja. Keine Ahnung. Ja, und davor gibt's halt immer wieder so Techtelmechtel so. Aber ich glaube, allein durch den Fakt, dass sie mit Chandler zusammen ist, müsste Phoebe dann irgendwann überholen, auf jeden Fall. Ich hab Friends vor, es ist schon super lange her bei mir, dass ich es geguckt habe. Und ich hatte das Gefühl, dass Monica halt so super, super oft thematisiert wurde, dass sie irgendwelche kurzen romantischen Beziehungen hatte. Anfangs, ja. Und Phoebe habe ich das nie wahrgenommen, tatsächlich. Nie. Doch, Phoebe hat auch, ist ja auch massiert ja auch. Und ab und zu hat sie ja dann auch da ein bisschen was, weißt du? Stimmt, also ich weiß halt nicht, was als romantische Beziehung gilt. Also ob es eine Beziehung. Ja, schon ab rummachen steht hier. Reicht schon daten? Ja. Ja, okay. Dann würde ich Phoebe sagen, aber schwierig. Ja, wir lösen mal auf. Ich sehe meinen Punkt schon flöten gehen. Ja. Ach, meine Güte. Die Schablonine natürlich. Ja, aber Phoebe ist ja, ich dachte mir auch in der Serie anfangs, Phoebe ist ja so mehr so der Free Spirit quasi. Also so dieser Character-Trope, ne? Und dadurch passt das natürlich viel besser dazu. Aber ich hätte nie das Gefühl, dass das so onscreen super oft gezeigt wurde. Aber ich habe eine schlechte Erinnerung. Ihr kriegt alle einen Punkt, ich bin schon wieder auf dem letzten Platz. Scheiße. Nächste Frage, bitte. Aber Henke hole ich mir noch. Ja, hör auf. Nee. Wovon gibt es mehr? Doktoren in Doctor Who oder Superman-Darsteller? Boah, was weiß ich, Alter. Weh, ich hab die auch wieder falsch. Lass mal einloggen und dann erst reden, weil ich glaube, das könnte hier. Loggt mal ruhig in den nächsten 5 Sekunden ein. Wenn ihr mehr zum Überlegen braucht, könnt ihr Bescheid geben, aber ansonsten locken wir eine 3, 2, 1. Jetzt. Ich habe etwas riskiert jetzt. Oh, Philly. Also. Doktoren gibt es ja echt schon viele, oder? Ist irgendwie jede Staffel auch, neuer? Ja, es gibt auch übel viele Staffeln auch, ne? Genau. Ja. Doktor Who gibt es irgendwie seit 1960 oder so. Superman ist ja auch so der schon über Dekaden. Ja, aber Superman ist doch auch so. Also, da wird es doch safe. Aber gab es viele Superman-Filme überhaupt? Superman war doch mal jahrelang Christopher Reeves. Keine der Ahnung. Ganz alte. Da hatte der diesen Unfall, Reitunfall, aber der querschnittsgelähmt. Und dann gab es ja Smallville, die Serie. Ja. Dann war ja irgendwie hier der Typ, der von The Witcher, der war ja auch Superman. Genau, Henry Cavill. Ja, aber früher gab es doch locker andauernd irgendeinen Superman-Film oder einen. Ja, aber alle alten Superman-Filme waren damals wirklich mit Christopher Reeves. Ja, das ist so wie die Bonds halt, ne? Die kannst halt. Ja. Ach Mann, dann zieht Linda jetzt komplett weg, ist doch scheiße. Es war so eine richtige Ära, wo der einfach durchgezogen hat. Der war einfach Superman. Und vielleicht hat es noch 2, 3 andere gegeben oder so, aber die kenne ich halt nicht. Und deswegen würde ich sagen, Doktoren mehr. Aber es könnte auf jeden Fall so 8 oder 9 Doktoren, oder?
Ja, ehrlich? Mehr sogar. Und ist, die, so ist, ist aktuell sie nicht eine Frau oder täusche ich mich da gerade? Kann sein, safe. Aber das ist irgendwie so die achte oder neun? Ich weiß ja, es nicht aber genau. Zählt bei Superman auch, auch Serien mit rein? Ja, schon, ne? Ja, eigentlich schon. Das habe ich halt überlegt. Scheiße, das könnte ein Problem sein, ja. Aber da gab es nur Smallville jetzt in den letzten Jahren. Oder gab's ich bin mir gar nicht sicher. Ich bin mir gar nicht sicher. Aber beide kommen so. Gibt doch locker auch Filme, wo Superman nicht die Hauptrolle des Films ist, sondern einfach so ein Typ halt für Superman gecastet ist, weil er in der Handlung diese. Ja, aber sag auch wo. Zählen. Sag wo. Wo denn? Ja, in Superwoman, Alter. Keine Ahnung. Nee. Nee, schade. Das könnte löst knapp mal sein, auf, aber. Komm. Ja. 11 ja. Uhr. Boah, wie knapp, ey. 13 und Tor. 13 verschiedene Darsteller. Das war's, ja. Mann, das war's doch einfach. 13 Doktoren. Das war's wieder komplett. Ja. Ein Linda führt keinen Weg vorbei. Sehr, sehr, sehr. Naja. Und ich bin okay. Den zweiten. Ja. Ah, Basis einfach overpowered, ist krass. Ich hab sehr geil, nix hier geguckt, zurück. Aber raten ist stark. Ist auch ja, aber du wusstest ja auch, dass Doctor Who, wir haben da irgendwann mal drüber geredet, oder? Dass Doctor Who schon so lange gibt. Ja, ich dachte mir halt auch, dass dadurch, dass es immer einen neuen Doctor gibt, bei jeder neuen Staffel und es so viele Doctor Who Staffeln gibt, dachte ich halt, ist es. Aber ich ist auch halt, knapp gewesen. Ich dachte halt, Superman ist so ein riesen Charakter, dass es da locker tausende Darsteller gab, die den irgendwann mal gespielt haben. Aber so James Bond halt auch, ne? Und es ist halt immer derselbe. Also nach nee, James Bond gibt es 7 Stück oder so. Ja, mal, klar, James, aber ich meine. Warte, ich sag dir alle. Aber Bond, okay? Es wird halt. Jeder hat ja mehr Filme, so weißt du? Okay, das warte mal, ich sag dir. Okay, ich zähle alle auf. Ich mache einen Weird Flex, okay? Du hast letztes Mal bei Brainlex schon mal gemacht. Ah, das hab ich schon mal gemacht, Mann. Ja, hast du schon mal gemacht. Einen Trick. Ey, Matteo, wenn das dein Ding ist, dann mach nochmal. Das ist mein Ding. Ich war fertig, ich bin sauer. Ich kenne den Trick aber noch nicht. Ich will den sehen. Mann, nee, ich kann jetzt nicht mehr. Okay. Timothy Dalton, Sean Connery, Roger Moore. Pierce Brosnan, David Craig und die anderen habe ich vergessen. Scheiße, Mann! Ey, jetzt haben wir dich auch unter Druck gesetzt. Was war der Trick? Einfach aufzählen, was man noch weiß. Ja, das ist mein Trick, da ich 7 Namen kenne. Bin trotzdem begeistert. Daniel Craig ist. Daniel Craig war ein. Und dann geht er so auf eine Party und jemand sagt so: Hey, mein Name ist Jonas Craig, und Matteo vergisst ihn nach einer Sekunde wieder. David Craig? Ach, was ist, die, ist mir scheißegal, die Bond ist eh schlechte Serie. Dave Craig. Dave Craxton. Ja. Nächste Frage bitte. 3 Stück sind noch verbleibend. Sprich, Linda kann nicht mehr von Henke oder von mir überholt werden. Wir sind schon raus, Henke. Linda muss jetzt alles falsch machen, dann gewinne ich noch. Möglich. Höheres Gehalt. Tom Cruise in Top Gun Maverick oder The Rock in Black Adam? Fuck. Ich habe eine Theorie und ich begründe die auch gleich. Ja. Nur weil ich habe eine Theorie, ich denke mir in meinem Kopf so, ich rate einfach. Das ist hier nicht Five Heads, Philipp. Weil Linda geht immer so eine Münze so, whoop. Ja. Ja, ich denke mir so, ach ja, den. Das ist wirklich schwierig. Das ist nicht Five Heads. Aber spiel mal, ey, das ist sogar, wir sind sogar in der Five Heads-Konstellation gerade, oder? Meine Theorie muss es sein. Ich glaube. Five Heads spielen. Ja, du nicht, Henke. Aber du kannst eigentlich auch mal mitspielen, wenn du Bock hast. Was denn, wo? Genial daneben, machen wir Sonntag immer. Ja, das ist genau meins, Ja. Am Sonntag? Ja, aber nicht diesen, weil da sind wir schon voll. Ne? Weil wir bei Five Heads können nur 4 Leute mitmachen. Nächste Name ist Woche Sonntag? Glücklich. Ja, vielleicht. Alle 2 Wochen machen wir das. Übernächst. Die Theorie aber muss richtig sein. Weil da kann ich, da kann ich. Sehr geil. Na, ja, mit Wasser, na, ist auch egal. Ja. Lockt mal alle ein. Philipp, wisch mal auf. Nee, mach ich 3, 2, 1, was ihr gesagt habt. Ich hab falsch gewählt. Scheiße. Mann, Linda! Ich hab falsch gewählt. Okay, meine Theorie. Du bist richtig los. Meine Theorie ist, dass dieser Black Adam-Film würde ja auch ohne The Rock funktionieren. Aber Nachfolger von Top Gun Maverick funktioniert ja nur mit Tom Cruise. Und wenn er nicht dumm ist, lässt er sich das auch ordentlich vergüten. Ja, aber. Ist The Rock nicht bekannt dafür, dass er so brutale Gagen hat? Ich glaube nämlich auch. Ich glaube, der nimmt richtig, also richtig Kohle. Ja, ja, aber wahrscheinlich, weil der so viele Filme auch macht, dass so die Gesamtgage krass ist. Aber Tom Cruise kann ja sagen so, yo, wenn ihr mir nicht 18 Milliarden gebt, dann fickt euch halt so. Naja, aber ich glaube, bei Tom Cruise, der macht doch, der hat doch so eine eigene Produktionsfirma und der dreht die Filme einfach alle selbst. Boah, das wäre natürlich jetzt ganz katastrophal. Der produziert die selbst. Da gibt es ja natürlich noch 25 Millionen oder so für den Film, aber ich glaube, The Rock ist, den musst du einkaufen und der hat einfach so eine Followerschaft, weil dieser Black Adam, den wird kein Schwein gucken, wenn da nicht The Rock drin gewesen wäre. Aber ich glaube, Tom Cruise ist auch so ein großzügiger Typ so. Ja, Top Gun geht gar nicht, aber Top Gun hätten sie ohne ihn machen können oder mit weniger Screentime und dann holen die so eine neue Generation rein.
nicht bei der ersten Stat-Check-Folge, dass The Rock irgendwie bei Marvel hier Avengers so, dass der für die Synchro-Rolle von Groot das ist aber so Vin übel Vin viel Diesel, bekommen oder? Hat? Ja, so 52 Millionen hat Vin Diesel bekommen. Ach stimmt, der ist Vin Diesel. Mhm. Ja, aber die sehen ja auch gleich aus. Ja, die sind ja klasse. Aber dass Tom Cruise auch mehr Screentime hat vielleicht bei Top Gun. Ich sag, meine Theorie ist richtig. Der Rock ist der Hauptdarsteller, oder? Ja. Doch, The Rock ist bei Black Adam der Black Adam. Der ist Black Adam. Das war der Film vorhin. Das war der Scheißfilm vorhin, war so der 38% bei Retten. Ich dachte halt, der ist nur so Sidekick-mäßig, damit halt die Leute den Film gucken. Nein, der ist der Hauptdarsteller. Aber warum kriegt der eigentlich so viel Knete? Der ist doch gar nicht so ein geiler Schauspieler eigentlich. Ja, weil der krass ist. Es geht nur darum, wie viele Leute du ins Kino lockst. Ja, und der hat halt brutale Oberarme. Und der war mal WWE Raw Champion. Ja, das ist auch so geil, ne? Hast recht. Und der hat dieses Foto, wo sich alle Leute mal an Halloween verkleiden, mit diesem Turtleneck und den Ketten, wisst ihr? Und der Pizzaschachtel. Oh, das ist der. Keine Ahnung. Ja, ja. Ja. Hä, was? Oder ist das auch ein Diesel? Nee, das ist The Rock, ne? Es gibt doch diese Faschingsverkleidung. Do you smell what The Rock is cooking? Achso, das meinst du, ja, ich weiß. Ja, so ein ganz iconic Look mit diesem Afro so. Ja, ja. Ja, ja, doch, jetzt weiß ich auch. Steht er da nicht so an der Treppe oder so? Ja. Und das ziehen sich übel viele Leute wegen so ein Halloween an, so wie The Rock. Ja, nein, lösen meine Tastatur brennt! Was? Bro, mach mal die Flüssigkeit da raus oder so. Hä, wie, was? Okay, come on. Gib mir jetzt The Rock. Sonst bin ich im Arsch. Ja, Matteo braucht den Punkt. Ansonsten ist er auch weg, tatsächlich. Matteo braucht gar nichts. Wenn Matteo den Punkt nicht kriegt, ist Matteo auch out of competition. Junge, kam das Wasser raus. So, Philipp kann das Wasser rausholen und wir gucken uns die Lösung an. Oh mein Gott. Das ist wer da? Über 100 Millionen. Über 100 Millionen. Digga, Peter, man muss aber ein bisschen mit dem Köpfchen an die Sache rangehen. Ja. So sieht's aus. Aber das ist ja wirklich linke Tasche, rechte Tasche. Wenn ihr nochmal sagt, dass wir Twitch-Streamer zu viel verdienen, na, guckt euch mal Tom Cruise an, das geht ja gar nicht. Digga, Dwayne Johnson hat sich richtig bescheißen lassen, ehrlich. Was ist das denn? Nur 22 Millionen. Bei der Engagement Rate, also wirklich. Der hat sich, ja. Was? Black Adam hat halt auch mehr verdient. Aber 100 Millionen Gage? Ey, das hat er doch von seiner eigenen Produktionsfirma sich einfach... Ja, weißt du, kannst du direkt dich selber ausstellen. Der könnte ein Zehntel von dem Film drehen, hätte ausgesorgt. Ja. 100 du meinst, dass du Millionen. So jetzt. Das K, das M und F5 leuchten jetzt einfach in einer anderen Farbe als die anderen Sachen. Ja, aber du brauchst deine Tastatur ja nicht, das passt ja. Ja, nächste Frage. Ich die wieder. Die vorletzte, es ist nur noch Linda gegen Philipp gerade. Aha. Linda muss jetzt, hat jetzt Matchball. Und Philipp kann nicht mehr schreiben. Scheiße. Größere Filmografie. Also mehr Filme gedreht, Emma Watson oder ich Daniel Radcliffe. Ich hab letztens die Wikipedia-Artikel von den beiden angeguckt. Ey, das ist ja unfair, hör mal auf. Vergiss aber ich weiß es nicht mehr. Oh, sehr gut. Emma Watson oder Daniel Radcliffe. Zählt da auch Theater mit rein? Nein. Der Film. Filmografie. Filmografie nicht, ich glaube. Aber ist nicht Theaterografie. Also Filme und Serien gehören dazu. Emma Watson ist schon cool. Hat einer von denen irgendwie in der Serie mitgespielt? Mhm. Gute Frage. Hatten die Serienrollen? Weil dann, wenn ja, dann weiß ich es nicht. Yes. Hat einer einen kleinen Tipp für mich? Ich weiß wo, es auch nicht. Wer, wo und wie? Ich kenne ein paar Filme so, aber Serien sagen mir auch gar nichts. Ich kenne einen Film mit Daniel Radcliffe außer Harry Potter. Ich kenne einen von Emma Watson, der war richtig weird. Das war so ein. Was, so eine Komödie, wo die Welt untergegangen ist. Wie hieß der? Lockt mal ein und dann unterhalten wir uns. Circle, oder? Nee, das war ein anderer. Das war mit diesem Girl Club, glaube ich. Ist das nicht das mit dem Social Media Dingens? Nee, es gibt auch einen Film, das heißt nicht The Circle, das heißt No Circle. Boah, ich glaube aber, wenn, dann haben die relativ gleich viel. Lockt mal einen, drei. In dem Film stehen die irgendwie immer so oder so, ne? Ich habe gerade noch geswitcht, ey. Ich will auch noch switchen. Oh, was haben wir gepickt? Wenn du richtig stehst, siehst du, das ist. Sehe, wenn die Pfeiler aufblinken. Oh, Feli. Oh, ich glaube, Emma Watson hat noch andere Sachen gemacht. Die hat noch ein bisschen hier Aktivismus-Ding. Die hat keine Zeit für so scheiß Filme mehr. Ja, aber bei Daniel Radcliffe ist es irgendwie so, wenn du den buchst, dann buchst du Harry Potter irgendwie. Das ist voll schwer, den in den Film zu packen. Ich kenne nur die Dame in Schwarz. Kennt ihr noch einen Film mit ihm? Ich glaube, der hat so viele, die nicht so bekannt sind. Dieses mit den Hörnern, wo er so Hörner kriegt und sowas? Ich weiß, eins, wo er so eine halbtote Leiche spielt. Auf so einer einzelnen. Oh, ja, das ist doch der, oder?
Ist es er oder ist es ja, das der ist, das von... Ja, das ist Daniel Radcliffe, aber ich weiß nicht mehr... Herr der Ringe. 100 pro Daniel Radcliffe, aber ich weiß nicht mehr, wie der Film ist. Schweizer Taschenmesser, Schweizer... Swiss Army Man. Ja, genau. Oh ja, ja, ja. Ich meine, das ist Daniel Radcliffe gewesen. Ja, ja, das stimmt. Aber hat er nicht schon so ein paar weirde Dinge auch dann gemacht so und trotzdem immer versucht, weiter irgendwie Filmrollen zu kriegen? Aber das ist ja so dieses Harry Potter-Phänomen. Also ja, Emma Watson weiß ich legit auch nur Schön und das Biest, diese Realverfilmung. Ja. Da war die dabei? Ja. Ich kann mir auch vorstellen, dass Emma Watson viel teurer war irgendwie. Ich glaube tatsächlich, weibliche Schauspieler werden immer noch schlechter bezahlt als männliche ganz oft. Sie hat auch weniger in Harry Potter gekriegt als die Boys. Ja, ja, das schon, aber ich glaube danach, nach Harry Potter, war sie gefragter als Daniel Radcliffe, das meine ich. Oh ja, das kann sein. Stell dir vor, du verdienst weniger als Ron Weasley, ey. Emma Watson ist wirklich cool. So. Ich kann das immer noch nicht einschätzen. Wir brauchen die Lösung. Ja. Die Lösung. Oh. Na, oha, Digga. Da arbeite ich mir wenigstens einen Punkt zurück. Und Philipp, ich kann noch ausgleichen. Was? Philipp kann tatsächlich noch ausgleichen. Oh. Die letzte Frage, die wird's. Das dazu gibt mir richtige Disco-Vibes. 39 Filme und Serien. Ja, der hat wahrscheinlich immer so versucht auszubrechen aus diesem Harry Potter-Ding. Ja, der so super viel. Was ist das? Hä? Ich verliere bei deinen Formaten nur. Was ist das? Naja, du musst schlauer werden, Henke. Ich bin doch schlau eigentlich. Ja, eigentlich. Ne? Eigentlich. Du bist halt. Das Problem bei dir, Henke, ist, du machst bei so Sachen wie Der Dümmste fliegt mit und dann wirkst du dann sehr schlau, weil die anderen Teilnehmer sind. Okay. Sehr dumm sind. Ah! Er frontet einfach halb Twitch. I mean, he's not wrong, to be honest. Oh mein Gott. Sag's ruhig. Ja, das war ein Scherz. Natürlich war das ein Scherz. Das ist schon geklippt, das ist schon raus. Ja, da spielen auch Leute wie Basti mit, ne? Die vernaschen aber bei diesem uns alle mit links. So. Wie ist nochmal das, wo ich war? Brainlag. Bei Brainlag, da habe ich auch zu viel gezockt einfach. Da hast du viel gezockt, ja. Das aber die eine Folge, in der du dabei warst, das war auch die ekligste. Das war wirklich die ekligste, glaube ich. Weil da waren so viele Fragen mit drin, die kann man gar nicht niemand beantworten kann. So. Ja. Ja. Ja, letzte Frage. Let's go. Geht hier nur noch um Philipp und Linda. Was heißt Philipp hier muss nur noch? Das ist ganz ehrlich gerade. Nein, mein Freund. Hier geht's auch noch um die. Ja, es ist. Ja, aber es ist geil. Wir haben jedes Mal bei StatCheck tatsächlich am Ende irgend so ein übel knappes Finale. Das haben wir so oft gehabt. Beim letzten Mal hat Philipp schon gegen Lumi verloren, glaube ich. Ja, da sind wir noch Stechen gegangen da mit Schere, Stein, Papier, glaube ich. Ne? Da gab es Stechen. Da hat Franz mich komplett nass gemacht. Naja. Da haben wir Schere, Stein, Papier. So wie deine Tastatur. Welcher Schauspieler ist älter? Bruce Willis oder Sylvester Stallone? Junge. Sind die Bilder weit? Da war Bodox am Werk, ne? Ja, die Bilder geben leichte Hinweise. Also wenn, dann aber hat sich... Richtig oder Bait? Das könnte halt Bait sein. Ne? Also ich habe Sylvester Stallone letztens nachgeguckt, wie alt der ist. Ja, der habe ich auch geguckt. Ich weiß aber auch schon wieder nicht mehr. Ich vergesse also wenn Bruce Willis wirklich älter sein sollte, dann war Sylvester Stallone wirklich scheiße viel in der Sonne, Alter. Ja, gut, aber das heißt ja nicht, weißt du nicht, ob Bruce Willis und Sylvester Stallone, ob das jetzt aus demselben Jahr ist? Das Bild. Du weißt nicht, wo die Fotos entstanden sind. Der sieht aus wie eine Handtasche von so einem Lehrer. Könnte halt Bait sein. Eine richtige Lederhaut, oder? Sieht einfach aus wie so ein Körperanzug, I don't know. Weißt du, das ist ja, das ist ein bisschen... Was? Bisschen viel Botox in dem Bäckchen, glaube ich, oder nicht? Ich glaube, der hat einiges drin, Intus. Ja. Wie so eine Fledermaus. Ey, Mann. Wollen wir nicht zu gemein sein, ne? Ja, der hat genug Geld. Ja, nur drum, dass sie stört. Wie alt die beiden Kollegen. So, ach, alle haben eingeloggt. Dann gehe ich auf andere, aus Prinzip. Slide. Kannst du nicht, nee. Philipp. Mann! Damit kann man schon sagen, dass Philipp seine Chance. Ne, Philipp, du hättest jetzt sagen müssen, Alinda nimmt bestimmt Sylvester Stallone. Meine Chance ist Bruce Willis. Ich glaube, Sylvester Stallone war so 76 aber oder so, oder? Lang nicht mehr Among Us gespielt, da hast du einfach nicht drüber nachgedacht. Ja, ich bin auch League of Legends macht dich dumm, Philipp. Ich bin so dumm. Ach, Quatsch. Doch, ich bin einfach dumm. Nee. Liegen wir alle falsch? Das ist die Frage. Aber die sind ja auch im Vergleich halt, oder? Bruce Willis ist doch noch keine 70. Sylvester Stallone muss doch älter sein. Muss. Also Bruce Willis geht auf die 70 zu, glaube ich. Der ist so Ende 60. Was? Safe, oh, wirklich? Ja, guck mal, wann kam Die Hard raus, der erste? Was ist denn Die Hard? Weihnachtsfilm. Langsam, oder nicht?
Matteo, gehst du auch auf die 70 zu? Ich gehe auch. Matteo hat die Hälfte, ne? Nee, also Bruce Willis ist doch, der ist doch höchstens Anfang 60. Was will Bruce eigentlich? Es ist. Bruce Willis. Ist. Aber Will Smith auch. Junge! Ist das scheiße. War Ben, oder? Er gibt uns die Lösung, bitte. Ja. Ja. Sylvester Stallone mit 76 Jahren. Bruce Willis, war die letzte Frage. 76 Jahre und 67 Jahre. Boah, Sly, Alter. Dann packen wir einmal die Punkte rauf. Crazy. Es waren 35 Fragen übrigens. Digga, ich hab schon wieder reingeschissen. Können wir noch 33 war fake. Können wir noch zwei machen? Nee, wir können keine zwei machen, Philipp. Wir haben keine zwei mehr. Mann. Aber niemand von uns ist immer. Henke, du warst nicht dabei, aber so. Ziel bei StatCheck ist es, über 50% der Punkte zu haben. Es gab bisher nur zwei Leute, die es nicht geschafft haben. Oder? Leon. Nee, nur Leon. Nur Leon tatsächlich. Hab eine Frage. Leon, ja. Aber ich bin ja jetzt einer, der mehr als 50% ja, geschafft hat. Ja, du bist ja in der StatCheck-Geschichte. Hat es nur Leon geschafft, unter 50% zu haben. Das No Way ist nämlich ganz leicht über 50% gekommen in seiner Folge. In der ich werde immer Zweiter Folge. In diesem Format. Immer. Leon, welcher Leon? Haben wir die Punkte drauf? Bonjour Leon, okay. So, ihr könnt die Frage gerne wegmachen. Dann gehen wir einmal durch. Ich habe zum Glück nicht verloren. Aber Henke hat schon gesagt, er hat wieder einmal in einem Format von mir verloren. Aber Henke, ich lade dich nochmal ein. Letzter, irgendwann kommst so du lächerlich. Noch, ne? So richtig so peinlich. Ich bin voll selbst blamiert. So wie der Letzter. Einfach Letzter. irgendwann kriegst du noch deine Erstplatzierung. Ja, aber 22 Punkte, trotzdem über 50%. Sehr gut. Ich versuch das nächste Format. Das kommt das nächste Format. Ja, ich habe zwei neue am Gucken. So. Und dann ja, geil. Zwei neue. Dann schauen wir mal. Ja, kann ich noch nicht verraten, aber verrate ich bald. Ach Mann, ey. Ja. Dann bin ich auf dem vorletzten Platz. Ich habe in meinem eigenen Format reingeschissen. Das war nicht so stark. Ich war anfangs dann auch ein Erster und dann habe ich so ein paar Mal hintereinander reingehintet. Aber ich klatsche trotzdem auch für mich. Wow, dann haben wir Matteo auf dem in der Mitte mit 24 Punkten. Na, Matteo auch unglaublich. Hey, unglaublich. Ja. Philipp, der ewige Zweite, 26 Punkte. Keine Schande gegen Linda zu verlieren. Hat schon wieder nicht okay. Für den Ersten gereicht. Ja. Und diesmal ist er von Linda vernascht worden. Die sitzt auf dem ersten Platz mit 27 Punkten. Stark. Linda, sehr stark, gewinnt. StatCheck, Filme und Serien. Stark, hat einfach na, den Münzwurf 90% hast du heute komplett geguckt, drauf gehabt. Aber geraten. Ja, gute Spürnase braucht man ja auch manchmal. Mhm. Gute Münzwurf. Gute Intuition, ja. 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 Am Anfang waren ein paar Ruckler drin, weil wir noch nie so mit. Ich habe noch nie selber mitgespielt. Ne? Und dann normalerweise bin ich ja derjenige, der alles steuert. Und diesmal haben wir das so ein bisschen remote gemacht. Das war nicht perfekt, aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß. Ja, klar. StatCheck ist ein bisschen mehr casual. Ich hatte Spaß. Ja, sehr Chats müssen wir noch mal ein bisschen umbauen, damit es funktioniert. Das war Chats, tut mir leid, dass eure Punkte sind egal, weil das hat nicht Chats. So gut funktioniert, wie wir es dachten. Aber beim nächsten Mal vielleicht. Beim nächsten Mal. Und super. Ja, das war's. Darf ich gehen? Super. Ihr dürft gerne alle gehen. Gehen alle jetzt, und ne? Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich wünsche euch einen schönen Abend und bis zum nächsten Mal. Ne? Gleich, falls ihr uns nicht mehr hört, schönes Wochenende. Tschüssi. Danke. Tschüss. Ciao.